Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Toast Broadcast, dem, Bild-Podcast, der die ganze Zeit ohne Bild war und heute das erste Mal quasi die große Entjungferung, mal das Ganze mit Bild. Ach ja. Ich habe ein bisschen pausiert mit dem Format und jetzt machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen. Und schauen uns einfach mal an, was der April so uns angetan hat. Positive wie auch negative Informationen, ja, da wird es einige von geben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe mir es auf jeden Fall hier soweit in meiner kleinen Minibar gemütlich gemacht und habe versucht, das Set ein bisschen irgendwie herzurichten, damit es ein bisschen nach was aussieht. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ich habe hier nur eine begrenzte Möglichkeit, Dinge hinzustellen. Deswegen ist das mein Maximum, was ich hier erreichen kann. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen los bzw. stoßen einmal an. Essen werde ich jetzt noch nichts. Es ist einfach noch, beziehungsweise es ist eigentlich sehr früh, wenn man drüber nachdenkt, wo ich das jetzt aufnehme, und zwar morgens. Ich bin wach geworden, bin gefühlt immer noch müde und dachte mir, theoretisch könnte ich doch dann einfach das Set herrichten und einen Toast-Broadcast aufnehmen. Und das habe ich dann auch letzten Endes getan. Ach ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das ist Wochenende, by the way. Und ich würde sagen, cheers. Und ja, ich bin normalerweise nicht der Typ, der jetzt irgendwie nach dem Aufstehen Bier trinken kann. Ja, allerdings bei so einem leckeren, eher süßlich angehauchten Mischbier, muss ich sagen, ist die Biernote so gering, dass es im Grunde fast schon, irgendein süßes Getränk ist in dem Fall. Von daher ist es meiner Ansicht nach noch absolut im Vertretbaren. Bevor die Bierpolizei kommt, ich habe keine Probleme mit süßem Bier, denn ich bin eine Süßschnut, wie man es hier so gerne nennt. Ich liebe süße Getränke. Sogar echt, ehrlich gesagt, ein Ticken mehr als überhaupt irgendwelche Süßigkeiten oder sowas. Ich bin eher der Typ, der Süßes trinkt, anstatt der Typ, der Süßes isst. Und deswegen habe ich mir hier... Und ich liebe... Und zum anderen Argument ist, ich liebe Grapefruit. Beziehungsweise ich mag den Geschmack. Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater, weil der das auch liebt wie Hölle. Und deswegen ist dieses Bier einfach für mich gemacht an dem Punkt. Ich habe auch noch einen Energy-Drink hier, mehr oder minder ein Energy-Bier sozusagen. Das ist im Grunde auch süß. Können wir auch mal kurz aufmachen. Ah, ASMR. Das schmeckt nicht ganz so gut. Ehrlich gesagt. Aber wenn es wach macht, das ist gerade das Einzige, was ich habe, was macht. Ich bin kein Kaffeetrinker, deswegen habe ich da manchmal ein bisschen meine Probleme. So, genug Vorgeblänkel. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wie gesagt, und schauen einfach mal an, was der April so zu bieten hatte. Da fangen wir ja schon mal an. Egmont hat Ankündigungen gemacht, ne? Also Egmont Manga. Und unter anderem war da dabei, dass sie, Moment, das muss ich nochmal nachgucken, genau, dass die New Edition von Inuyasha nachgedruckt wird. Das war, ist ja so ein Geplänkel gewesen, so von wegen, Inuyasha war irgendwann mal, also ne, bei Egmont, Inuyasha war komplett fertig, Leute hatten es, manche hatten es noch nicht, manche hatten früh, später angefangen, aber es wurde nicht wieder nachgedruckt von Egmont irgendwann und dann verlief es sich. Dann haben sie sich gesagt, okay, wir bringen diese New Edition raus, die ein bisschen, glaube ich, ein bisschen größer war, ein bisschen aufwendiger mit so einem Gold-Cover oder sowas. Also etwas, was kein Mensch braucht, meiner Ansicht nach. Also legit denke ich mir, ich spare lieber Mühgeld mittlerweile, anstatt dass das Cover golden ist.
zumal ich es auch immer wieder so schön sage, so schön Cover dann auch so aussehen können. Die meiste Zeit seht ihr die Buchrücken. Es ist immer so ein bisschen, ich verstehe das schon, wenn man schöne Cover mag, aber ich verstehe es auch, wenn man sagt, ich würde gern Geld sparen. Auf jeden Fall, da kam das raus, dann wurde das aber auch kaum nachgedruckt, war nicht so der große Erfolg, den sich Egmont das versprochen hat, und dann war es weg. Dann war es weg und Fans wollten es und hatten immer wieder angefragt, hey, tu doch mal diese New Edition da nachdrucken. Und nach gefühlt 100 Jahren, weil das ist schon wieder eine Weile her, haben sie gesagt, okay, machen wir. Und ehrlich gesagt, ich find's gut. Ich habe noch ein paar alte Bände da. Ich bin immer noch so hin und her gerissen, ob ich mir die New Edition kaufe oder einfach die alten Bände irgendwie noch versuche zu verfolgen. Ich weiß, das ist ziemlich heavy, aber auf der einen Seite mag ich die eigentlich auch sehr gerne. Mal schauen. Aber Interesse habe ich auf jeden Fall, weil Inuyasha hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, als ich es gelesen habe. Und ja. Punkt. So, als nächstes das ist ein bisschen jetzt wir, was die Verleger angeht, aber ich sag's immer wieder dazu. Der Carlsen Verlag hat gesagt oder veröffentlicht, dass Kai Shirai und Posca Dimitsu Short Stories quasi lizenziert wurden, beziehungsweise rauskommen. The Promised Neverland wurde ja abgeschlossen und ich habe tatsächlich auch mittlerweile alle Bände da. Natürlich noch nicht gelesen, ihr kennt mich. Aber diese Short Stories, die finde ich spannend, denn mal gucken, ob ich das aktiv hinkriege. Warte mal, ich hol's mal. So. Nämlich, da kann ich auch ab und zu mal was ins Bild hängen. So. Ich warte mal, die Kamera. Ist das richtig rum? Ja. So, das ist das Artbook nämlich von Posca Dimitsu. Und wenn man sich dieses Artbook so anguckt, das ist jetzt die englische Fassung. Wobei, warte mal, ist es die englische Fassung? Ne, ist die japanische sogar. Ist die japanische. Genau, eine englische und die deutsche. Haben wir auch den deutschen? Haben wir auch das abbekommen? Ich glaube schon. Und wenn man da so reinblättert oder da durchblättert, da fällt einem dann so auf, wie unfassbar kreativ und cool Posca Dimitsu ist und sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Also was Geschichten und Welten vor allem, also Welten werden hier sehr toll in Szene gesetzt. Und das einfach für Seite, immer irgendwie eine andere Welt gezeichnet mit irgendwelchen Charakteren oder Monstern oder sowas. Und das ist schon sehr cool zu sehen in diesem Artbook. Und das, wo schmeiße ich das jetzt hin? Und das Interessante bei diesem, also das hat mir damals schon sehr imponiert, und die Tatsache, dass jetzt quasi Short Stories von ihr und scheinbar einem Kai Shirai, ich vermute mal, das ist der Autor der Geschichten, kommt, finde ich sehr cool, ehrlich gesagt. Da habe ich persönlich ein großes Interesse dran, weil ich ihre Welten bzw. die Art, wie sie an Welten rangeht, sehr faszinierend finde. Und das ist genau mein Ding, ehrlich gesagt. Ich habe schon gefühlt gewartet, dass sowas in der Richtung mal rauskommt. Ich wusste gar nicht, dass es existiert, diese Short Stories, aber das ist mal eine Short Story-Sammlung, die mich mal wieder seit längerer Zeit sehr interessiert. Gut gemacht, Carlsen. So, was haben wir denn da noch? Ich wuschel da jetzt gerade mal aktiv auch rum, um auch mein Gedächtnis ein bisschen zu verbessern. Egmont hat angekündigt, dass 2022 bzw. 2023 Manga rauskommen, neue. Genau, sie machen eine New Edition zu Ranma 1,5, was ich gut finde. Wo ich mir aber noch nicht sicher bin, ehrlich gesagt, weil, also, ich weiß noch nicht, ob ich die englische weiter sammle oder ob ich Ranma 1,5 dann in Egmont-Form nochmal konsumiere. Ich habe momentan halt einfach bei Egmont verständlicherweise Angst, dass denen irgendwas nicht in so alten Manga gefällt. Ich meine, Ranma 1,5 zeigt sehr viel Haut, ja.
Und wenn die Leute dann aktiv aufs Alter gucken, auf die von den, diesen Figuren, ich denke, da könnte Egmont dann wieder mit dem Schärchen kommen. Und ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Also ich muss mal gucken, beziehungsweise abwarten, aber ja. Mermaid Saga kommt nochmal frisch raus. Das ist vielleicht für manche ganz nice. Ich habe da damals eine Review zu gemacht. Ich bin sehr, sehr begeistert von Mermaid Saga. Ich finde, das ist ein sehr starkes Rumiko Takahashi-Werk, vor allem, weil es, naja, im Grunde, wie viel? 4, 5 Bände hat, also nicht sehr viele, aber trotzdem sehr gut ist. Im Vergleich zu anderen kürzeren Geschichten von ihr, die wesentlich schlechtere Qualität haben. Das ist so ein Horror-Manga mit der Thematik der Meerjungfrauen und sehr cool. Also, was heißt Horror? Horror-esker Abenteuer-Manga, sagen wir es mal so. Sehr, sehr spannendes Ding und das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen und auch vorletztes Jahr, wo ich es nochmal gelesen habe. Das ist schon mal cool. Witchwatch ist ein Jump-Titel oder Jump-Plus-Titel. Ich kriege immer wieder gesagt, dass es mir gefallen könnte. Ich habe es bisher noch nicht gelesen. Mal schauen. Gorenga, der Manga, der quasi dafür verantwortlich ist, dass in Japan oder beziehungsweise einer der Manga, die damals so dieses ganze wie heißt es nochmal? Ich vergesse immer den Namen. Tokusatsu? Ich glaube Tokusatsu. Diese Power Rangers und so weiter, ne? Diese Kamen Riders und wie sie alle heißen, irgendwie so auf die Beine gestellt wurden. Und ja, die haben das halt so nach und nach haben die sich halt selber inspiriert. Und Gorenga ist halt einer dieser klassischen Kult- ja, Superhelden-Serien in Japan mit den bunten Helden. So wie man es eben auch in Parodien in Anime oder so kennt. Und da kommt jetzt die Edition bei Egmont raus. Gut, persönlich bringt mir es nichts, weil ich habe die Classic Edition von Seven Seas. Aber wer da für kulturelles, historisches sich interessiert, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja. Was würde ich dann noch sagen? Also, dann natürlich die Short Stories ist 17 bis 21 und 22 bis 26, so heißen die, von Fujimoto, vom Mangaka von Chainsaw Man und Sayonara Eri, was ich auch neulich erst reviewed habe. Habe ich Bock drauf? Klar, habe ich absolut Bock drauf. Emiale und Deviela oder sowas hieß es doch, genau. Habe ich hier den ersten Band. Ich finde es gut. Ich weiß noch nicht, ob ich es so gut finde, dass ich Bock habe, weiterzulesen. Da muss ich noch drüber schauen. Ich war mir nur einfach nach einem Band noch nicht sicher, was ich drüber sagen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht schaue ich da auch mal rein, beziehungsweise ich würde mir aber die englische Fassung holen, einfach weil ich jetzt schon einen englischen Band von jemandem von euch da draußen geschenkt bekommen habe. So, und dann, ja, eben halt noch einen neuen Con-Sammelband wieder mal. Da habe ich auch Bock drauf, klar. Look Back, auch wieder ein One-Shot von Fujimoto. Also das 17, 21, 22, 26 sind Kurzgeschichten, falls ich das nicht gesagt habe. Und Look Back ist eben halt ein One-Shot. Ja, doch, ist ganz annehmbar, würde ich sagen, ne? Das kann man auf jeden Fall machen. So, daraufhin ein Energy-Schluck, auch wenn er nicht schmeckt. Brr. Das ist wirklich nicht so. Das Bier mit dem V ist nicht so meins. Nicht mehr. Ich habe das mal wirklich geliebt und als Gag immer getrunken, aber nie mehr so. Egal. Also die Grapefruit ist einfach ein besserer Geschmack. Es ist einfach ein besserer Geschmack. So. Dann das Carlsen-Manga-Programm für Herbst und Winter 2022 wurde auch angekündigt. Und da ist natürlich dabei, wie könnte es auch anderes sein, Sakamoto Days. Also das jetzt übrigens auch, um es mal kurz zu erwähnen, ich werde jetzt nicht alle Sachen erwähnen, sondern nur Sachen, die mich persönlich einfach interessieren und zu denen ich vielleicht auch was weiß. Zu den ganzen Boys davon so kann ich halt gar nichts sagen. Da müsst ihr einen anderen Kanal versuchen, da bin ich ganz ehrlich. Da gibt es genug andere Profis da draußen. Oder irgendwelche Shoujo-Manga, die
mir so auf den ersten Blick einfach nicht zusagen oder nichts sagen. Kann ja auch immer mal wieder was Interessantes dabei sein und man kriegt es erst später mit, aber es gibt halt diese einen Manga, die einem sofort auffallen. Und Sakamoto Days war irgendwie klar. Es ist momentan einer der beliebtesten Manga in der Shonen Jump. Ich habe noch keinen einzigen Band davon gelesen, aber ehrlich gesagt, ich bin so froh, dass es bei Carlsen rauskommt. Ja, Punkt. Einfach Punkt. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Das ist John Wick in lustig. Finde ich ganz passend irgendwie. Ich weiß grob, worum es geht. Ja, ich werde euch da jetzt auch nichts zusammenfassen oder so. Aber worauf ich noch mehr Bock habe, ist tatsächlich, und das, ich sage das jetzt wirklich in aller Ernsthaftigkeit, auch wenn ich den Titel bestimmt das ein oder andere Mal vielleicht nicht ganz so positiv geredet habe. Nicht Trash Talk oder so, aber wo ich einfach gesagt habe, ich fand es nicht so. Aber ich habe es auch online gelesen in der Manga Plus App. Wenn ich jetzt nochmal den Band in Händen halte von Mission Yosakura Family, vielleicht habe ich dann mehr Bock drauf, weil Leute feiern den scheinbar gerade, weil es gibt ein paar richtig gute Arcs, habe ich gehört. Also ich finde, der sieht halt ein bisschen, also die Charaktere sehen halt, finde ich, so für den ersten Blick sehr generisch aus, sehr, sehr 0815, nicht sehr besonders. Ich habe, wie gesagt, die ersten zwei Kapitel gelesen und dachte mir so, aber wie gesagt, ich habe es halt auch online gelesen und online ist nicht unbedingt mein Metier. Also ich lese schon mal was online, aber ich merke dann doch schon oft, wenn ich es dann nochmal in Händen halte und dann mir da Zeit lasse und so weiter, nicht irgendwie mit so einem Nacken auf dem Bildschirm starre und quasi Arbeit mache, weil ich arbeite auch mit dem Laptop und das ist auch irgendwie immer so ein bisschen, ich mache es zu viel mit dem Laptop und manchmal mache ich gerne einfach mal was außerhalb vom Laptop. Einfach mal, um auch so eine Grenze zu ziehen. Weil ich mache diese und schneide und bearbeite und haue hier irgendwas rein mittlerweile, ne, für Maison Manga. Ich arbeite am Computer im Homeoffice für meine Firma und keine Ahnung, mach sonst noch Dinge am Computer. Deswegen habe ich halt überwiegend meinen Spielebereich eher in Konsolen- und Fernseherumgebung und eben halt auch meinen Manga-Bereich eher in Buchform, weil ich da einfach ein bisschen trennen möchte. Und ja, ich habe das Gefühl, dass mir Yosakura Family gefallen könnte tatsächlich, weil ich habe tatsächlich irgendwie Bock drauf. Das sieht nach einem so einen unscheinbaren Shonen Jump Titel aus, der geiler ist, als er vielleicht wirkt. Es ist wahrscheinlich vielleicht auch wieder dieser Fall wie bei Black Clover, dass ich sage, da ist viel irgendwie generisch und dann lese ich rein und dann kriege ich die Details mit den Nuancen und auf einmal macht's Peng und ich bin begeistert. Das kann absolut sein. Durchaus. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. So, was interessiert mich dann noch? Wie gesagt, es geht mehr darum, um Dinge, die mich interessieren. Es gibt Fairy Tail Massiv. Da habe ich ein bisschen Angst. Sind die Fairy Tail Bände schon teilweise wieder out of print? Muss ich da jetzt nachjagen? Oder muss ich jetzt warten, bis die Massivbände da sind, wo ich momentan bin? Was meine Sammlung angeht. Wie sieht das aus? Kann mich da mal jemand aufklären? Ich habe da nämlich gar kein Bild zu. Und ich fände es super seltsam, wenn Fairy Tail jetzt out of print wäre. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die Zeit von Fairy Tail ist doch noch nicht vorbei, oder? Gibt doch noch genug Fans, die darüber reden und irgendwelche Spin-offs und hier das Eden Zero tut ja auch irgendwie, also die ist ja immer so eine Art Koop-Welt, sage ich immer gerne, mit Groove Adventure, Rave, Fairy Tail und Zero. Das ist ja immer noch aktuell, oder? Hab ich da was verpasst? Hab da auf jeden Fall Lust drauf. Dann gibt es den zweiten Sammelschuber von One Piece mit der Alabaster Arc. Sign me in. Habe ich Bock? Natürlich, klar. Ich freue mich. Kommt im Oktober aber erst. So, und ansonsten, viele wissen das, oder wussten es scheinbar nicht, dass Orange noch ein Abschlussband bekommen hat, weil der sechste Band tatsächlich nicht der Abschlussband ist.
Und da in Japan nochmal quasi ein Band hinzugefügt wurde, der dann aber der endgültige Abschlussband ist. Der wurde irgendwie jetzt als Neuankündigung dargestellt. Das ist irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, zum einen ist es irgendwie neu, also weil viele es scheinbar nicht wussten. Aber auf der anderen Seite, wenn du im Internet guckst, dann weißt du, dass Band 6 nicht der letzte Band ist. Also, aber gut, für die Leute, die nicht im Internet gucken oder allgemein sich nicht selber informieren, sondern von anderen Leuten informieren lassen. Ja, dann. Ich schau mal gerade sonst so rum. Achso, ja, genau. Postkademie so Short Stories. Da habe ich auf jeden Fall noch Bock drauf. Und, ja, das, der Rest, den Rest kann ich mal, den Rest lasse ich mal, würde ich sagen. Den lasse ich mal sitzen. Was haben wir denn noch? Oh ja, genau. Dann gibt es ja noch Hayabusa, wo ich... Oh, warte mal kurz. Ich verstehe das manchmal echt nicht, warum diese Kamera einfach aufhört. Oder so dunkel wird, so nach dem Motto. Ich glaube, ich habe da irgendeinen Modus drin, den ich nicht haben will. Naja, egal. Auf jeden Fall, Hayabusa, wo ich bis heute nicht so ganz verstehe, warum Hayabusa existiert. Also ursprünglich war es ja mal so, dass sie sagen, ja, sie wollten sich so abtrennen, um andere Manga-Lizenzen rauszuhauen. So. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen die jetzt einfach ihre Boys Love-Schiene und gut ist. Die haben zwar hier und da zwischendrin auch andere Sachen gehabt, aber überwiegend dachte ich mir so, okay, gefühlt ist es ein Boys Love-Verlag sozusagen oder Teilverlag. Ist ja in Ordnung. Wäre ich sogar dafür, wenn es irgendwann einfach so einen einzelnen Boys Love-Verlag gegeben hätte, der einfach das Zeug raushaut und die Leute dann in enormer Form zufriedenstellen kann und auch mal wandern kann, was das Alter der Boys Love angeht und so weiter. Also viel eine interessantere Breite quasi anbieten könnten. Ich finde, hätte das damals einen richtig smarten Move gefunden. Aber es musste ja immer irgendwie so zwischendrin sein und ja, Hayabusa ist halt auch so ein Ding, wo ich nicht weiß, was seid ihr jetzt eigentlich, weil das, was jetzt hier so angekündigt wurde, das könnte halt auch einfach bei Carlsen rauskommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Es ist ja auch nicht mein Verlag. Ich wollte es nur anmerken, dass ich es komisch finde. Das ist keine Kritik jetzt, da soll sich niemand beleidigt fühlen. Ist mir ehrlich gesagt wurscht, wo Boys Love rauskommt oder wie die ihren Verlag handhaben. Es ist nur einfach so, die Wahrnehmung für mich ist einfach, warum? Verstehe es nicht. Aber ja, auf jeden Fall wurde angekündigt, MPD Psycho kommt raus. Das sind 12 Bänden abgeschlossen. Das ist so ein Manga, da habe ich mir gedacht, what? Okay. MPD Psycho ist ein Horror-Manga. Der soll auch ziemlich deftig sein. Und so Horror-Thriller. Und das Interessante bei dem Manga ist so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen geschichtlich einen Werdegang habe, mehr oder minder. In der Zeit, wo ich im Studium war, habe ich im Internet immer über diesen Manga gelesen, weil die Elite des Manga-Lesens, also die es heute auch noch gibt, ne, die nur den Elite-Kram lesen, und sobald du sagst, dass du One Piece oder irgendeinen Battleshonen magst, dann wirst du schief angeguckt und dann so... Schau dir den Plepp an, der liest Naruto. Ja, so fühlt man sich dann ungefähr. Deswegen war mir das nie so ganz sympathisch und mir wurde zwar immer gesagt, oh, lies MPD Psycho und so weiter, aber ich habe das dann immer von solchen Leuten gesagt bekommen und dachte mir, ah, nee, Dude, nee, lass mal so, ich habe echt halt auch keine Lust, mit dir darüber zu reden. Die Leute, mit denen ich drüber reden hätte könnten, die würden es oder hätten es nicht gelesen. Und dementsprechend habe ich mich lieber aber mit denen unterhalten, weil mit denen konnte ich wenigstens auf einer normalen Konversation enden. Und
müsste keine Angst davor haben, dass ich irgendwie analysiert werde, weil ich ja nicht so Uber IQ bin, hier so kein Rick and Morty-Schauer und sowas. Und ja, deswegen, das war immer so ein Ding, wo die krassen IQ-Menschen und die Elite des Manga-Lesens damals empfohlen hat. Und also natürlich online und illegal, natürlich. Und ja, jetzt kommt's raus, aber ich muss sagen, ich bin nicht interessiert. Also ich weiß, dass das wieder halt, das wird ein Brett, das ist ein besonderer Manga, das bezweifle ich gar nicht. Aber es interessiert mich einfach nicht. Es ist wirklich so ein Manga, wo ich mir sage, also wenn der zu heftig, deftig wird, ist es einfach nicht mein Ding. So, ich mag eher die Horror-Manga, die so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Fantasy sind, ja, oder mehr Urban Myth oder sowas. Ich mag diese Horror-Manga nicht, die zu derbe ins Detail gehen, die zu realistisch sind und so weiter. Und die sind, das ist nicht mein Genre, sozusagen. Aber ja. Da gucke ich jetzt gerade mal rum. Ansonsten spricht mich jetzt so spontan nichts an, wo ich jetzt sage, oh, das muss ich unbedingt lesen. Von daher, ich denke, für viele wird das garantiert, ihr könnt ja gerne reingucken, ich versuche es. Unten in den Kommentaren versuche ich alle meine Quellen irgendwie mal zu verlinken, anstatt es nur zu beschreiben. Beziehungsweise die Sachen, die ich eher so zusammengesammelt habe, die werde ich nur in Themen hinschreiben. Aber wenn es sowas ist wie eine Ankündigung und es gibt eine Webseite von Carlsen dazu, dann hoffe ich dran, dass ich das euch dazu schreibe. Als Service sozusagen. So, dann hat Kase Deutschland auch wieder einen Manga angekündigt, und zwar Mars Red. Das ist auch wieder so eine Sache. Es geht um Vampire. Und ich liebe Vampire. Aber irgendwie macht es mich wieder leicht stutzig, dass, wenn man mal so den Internet, wenn man so dem Internet zuhört, dass die überwiegende Anzahl der Leser und Liebenden dieses Mangas weiblich sind. Da will ich jetzt nicht sagen, dass das automatisch schlecht ist, aber es ist nun mal einfach so, dass man dann auch wahrscheinlich eher sehr viel, also dass es sehr an die weibliche Zielgruppe gerichtet ist in einer gewissen Form. Also vielleicht auch, es kann Seinen sein, theoretisch, aber trotzdem sehr hübsche Boys haben, und die Herangehensweise ist dann vielleicht auch dementsprechend eher für diese Zielgruppe gedacht. Deswegen bin ich da noch, ich bin vorsichtig interessiert. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, weil ich kann mir auch unter dem Manga bisher noch null vorstellen. Ich bin vorsichtig interessiert, weil es ist das Vampir-Thema, aber also zwei Sachen will ich ehrlich gesagt nicht. Und zwar hübsche Boys Vampir-Manga, da gibt es nämlich einige, und es tut mir leid, da fehlt mir die Ernsthaftigkeit und die Depression und die Melancholie, was so ein Vampir-Mythos eben halt auch ausmacht, für mich persönlich. Und so Comedy-Manga, die eben halt, ha, lustig, guck mal, der hat diesen Vampir und der hat, der ist voll quirky und hubidubidibu und oh, er braucht Blut, und ja, das ist so, das kann man mal machen, aber es ist schon in Japan sehr häufig, dass wenn ein Manga lizenziert wird oder rauskommt mit Vampir-Thematik, dass es sehr immer so alles so toll, und das nervt mich persönlich ein bisschen. Ich finde es auch meistens eher nicht lustig, weil, ja. Aber ja, vorsichtig interessiert, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Dann hat Kase lizenziert, was auch klar war, weil Dandadan ist jetzt nicht der ultimative, es ist so eine Mischung, ne? Es ist kein Geheimtipp, der ist nicht unbeliebt oder unbekannt und macht auch halbwegs gute Verkaufszahlen, aber ist nicht der ultimative Renner von der Jump Plus oder der Jump allgemein. Und ich hoffe, dass, oder ich wünsche dem Manga, dass das noch ein bisschen mehr ranzieht, weil ich habe da mal ein bisschen reingeguckt und muss sagen, Interesse hätte ich da schon. Interesse hätte ich da schon tatsächlich. Das sieht schon gut aus.
das sieht schon gut aus oder beziehungsweise liest sich auch sehr gut. Ist interessant, ist what the fuck, aber gleichzeitig halt auch irgendwie kreativ, ne? Und ich weiß auch noch nicht wirklich, was für ein Genre mich da letzten Endes erwartet, so, ne? Aber, oh Mann, meine Augen. Muss mehr wach werden. Aber ja, dann habe ich auch noch dieses Licht, aber es geht nicht anders, sonst würdet ihr mich gar nicht sehen. Ja, also Bock habe ich auf jeden Fall. Bock auf jeden Fall. Dann. Nur hier auch wieder, es ist ein Kase. Gut, ich denke, es ist ein Jump-Manga, da sollte man normalerweise eher nicht so viel Angst haben müssen, aber weiß nicht, vielleicht besteigt da drin jemanden Rochen und dann haben wir auch wieder ein Problem oder vielleicht ein anderes Tier, seit dein eurer Wahl. Das ist immer schwierig, ne? Schwierig. Weiß man nicht mehr so genau. So, dann habe ich die Info gelesen, dass in Japan Angel Sanctuary, ein Manga, wo ich natürlich immer noch vorhab zu lesen. Ich habe immer noch Bock drauf. Ich habe damals mal angefangen, fand den so geil und der Rest war out of print. Ich sag's, wie es ist. Und das war schon damals der Zeit und da war ich noch recht jung. Also das heißt, sprich, schon damals waren die Bände komplett out of print. Oder beziehungsweise wurden halt einfach nicht mehr angeboten und ich hatte noch nicht die heutigen Möglichkeiten als Erwachsener, dass ich einfach mal irgendwie bei eBay oder so reinschluder oder sonst wo. Von daher, ja, bis heute noch nicht gelesen. Ich habe aber auf jeden Fall Bock drauf. Kaori Yuki ist auch durchaus eine interessante Mangaka. Die macht nicht nur Banger, aber die ist ganz gut dabei. Die macht auch heutzutage meiner Ansicht nach so vom Gefühl her immer noch so halbwegs relevante Manga. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt schreien, wenn ein neuer Kaori Yuki Manga kommt, aber die Leute haben so ein Base-Respekt. So irgendwie so, ah ja, die kennt man und die reißt noch was und das ist, ich habe da Respekt vor und es ist nicht so ein bisschen das, was man eigentlich von der Rumiko Takahashi erwarten würde zum Beispiel, wo es da aber nicht der Fall ist, wo die Leute eigentlich eher sogar kein Bock mehr auf, beziehungsweise alles im Grunde außer Inuyasha und Ranma 1/2 und vielleicht noch Yatsura. Vielleicht noch, aber das kennt ihr momentan auch noch fast keiner. Bei der ist es ein bisschen anders, bei Mao und wie die ganzen Sachen hier, Kyokai no Rinne, ja genau, Rinne, verkauft sich ja scheinbar super scheiße und ist jetzt schon wieder teilweise out of print. Also ich habe mich ja tatsächlich mal für Kyokai no Rinne interessiert, habe dann kurz pausiert, das war gar nicht lange und dann wollte ich weitersammeln und dann dachte ich mir, what the fuck, es geht nicht mehr, ich habe keine Chance mehr. Jetzt habe ich irgendwie ein paar Anfangsbände hier irgendwo rumfliegen und kann dann mit nichts mehr machen, das ist halt geil. Ja, weil die Leute dann doch gefühlt eher Bock auf Inuyasha und Dings haben. Und Angel Sanctuary, also beziehungsweise ist natürlich ein altes Franchise und da kommt jetzt ein Spin-Off. Da ist jetzt halt auch die Frage, wie lange wird der Spin-Off gehen? Wird es nur ein One-Shot? Also der soll wirklich quasi Sequel-technisch auch, also der soll zumindestens, also zum einen Kanon sein, logisch, und er soll nach den 20 Originalbänden spielen, also vom Zeitraum her. Das heißt, vielleicht bahnt sich da was an und aus dem Spin-Off wird doch mehr. Wer weiß. Man kann es ja als Spin-Off ansetzen und auf einmal verkauft es sich gut und dann hieß es, oh, mach doch einfach weiter. Dann könnte es ja auch was sein. Also würde mich interessieren, fände ich ein spannendes Thema oder ein Projekt. Also mehr von Angel Sanctuary. Ja, warum nicht? Oh, wobei, könnte... jetzt bin ich gerade am Überlegen. Leute sind ja momentan sehr empfindlich. Angel Sanctuary hat ja Inzest, ne? Weil es ja in Anführungsstrichen zum einen schockieren, aber zum anderen eben halt auch, also, ne, dieses Tabuthema eben halt thematisiert. Was ja nicht schlimm ist, weil
Das hat sich irgendjemand ausgedacht und mit Füller irgendwo aufnotiert und irgendjemand anders hat die Zeichnung dazu gesetzt und fertig. Sollte ein normaler Mensch, Sterblicher mit ein bisschen nachdenken, sollte eigentlich auf die Idee kommen, dass das nicht so schlimm ist oder kritisch, aber mittlerweile sind wir ja da an einem anderen Punkt angelangt, wo man sagen könnte, könnte man das heute noch bringen? Ich kann mich noch an, wie hieß diese Yosagu no Sora oder sowas? Dieser Anime, der bei Animoon, ich glaube, ihr erster Anime, der Animoon rausgebracht hat, ist ja auch so ein, gab es ja auch so eine, ist ja so Visual Novel mäßig und ein Teil davon sozusagen, eine Route, oder die letzte, glaube ich, war es sogar, ist ja mit der eigenen Schwester und oh mein Gott, haben die Leute eine Szene gemacht. In dem Zeitalter sind wir mittlerweile, in dem Zeitalter der sehr empfindlichen Menschen, die sich über Dinge aufregen, die sie wahrscheinlich selbst gar nicht interessieren oder konsumieren, aber einfach nur, um gut dazustehen, vermute ich einfach mal. Also in meinen Augen stehen die nicht gut da, das kann ich schon mal insofern sagen, die stehen für mich eher da wie... Aber das ist... Das darf auch jeder selber entscheiden. Aber auf jeden Fall, ja, ich wüsste nicht, ob der Manga nochmal so in der Form bei uns rauskommen würde, weil das wäre ja schon eine große Kontroverse mittlerweile, weil das ja echte Menschen sind mit echten, Rechten und... Also ihr merkt, dass ich da schwer ernst bleiben kann, aber es ist halt wirklich lächerlich, was zurzeit abgeht. Das ist einfach nur noch cringe, wie man es heutzutage so schön sagt. Jedes Mal, wenn ich sowas lese, denke ich mir, da hat jemand aber sonst nichts Besseres zu tun im Internet. Aber lass uns doch wieder auf ein schönes Thema kommen, denn auch die englischen Verleger haben sich ein bisschen was getraut, und zwar Yen Press. Yen Press, wo ich jetzt nicht so ganz freudig bin, weil Yen Press ist mit Dark Horse so einer der schlechtesten Verlege, die wir im englischen Bereich so haben. Hands down. Das fängt an von der Papierqualität, das fängt an von, oh, wir verkaufen einfach Manga, in dem drei Seiten einfach identisch hintereinander ablaufen wegen Fehldruck und machen so, och YOLO. Upsala, na du. Das sind so Sachen, die da auftauchen, oder einfach mal unterschiedliche Seiten, also von unterschiedlichen Manga drin, und da passiert einiges, und Nachdrucken ist bei Yen Press auch nicht so ein Ding unbedingt. Also jeder, der Umineko oder Higurashi noch weiter sammeln möchte oder einen Teil davon hat in seiner Sammlung, das wird ein Abenteuer. Ich glaube nicht, dass es nochmal passiert. Vielleicht kriegen wir irgendwann eine Re-Edition, aber das bezweifle ich auch mittlerweile. Ich habe in einem Video mal gesagt, dass Dark Horse ein Schrottverlag ist. Und dann hieß es, ja, aber die haben doch hier, ich soll da mehr Respekt haben. Ich weiß, das war jetzt nicht so ernst gemeint, aber also mehr Respekt haben, weil die so einer der Pioniere waren, was Manga in den USA anging und so. Absolut. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Was die damals gemacht haben, ist fantastisch. Egmont war damals auch mal gut. Egmont haben damals auch noch nicht so hart zensiert und im Internet gemacht. Und hatten ein schönes, interessantes, cooles Angebot. Also meine Sammlung zeigt das ja auch. Ich habe sehr viel Egmont-Manga von damals. Nur heutzutage habe ich nicht mehr wirklich so viel Egmont-Manga. Weil die Angst immer so ein bisschen mitschwingt. Und von daher, ja, Dark Horse war mal gut, das würde ich gar nicht bezweifeln, und die haben auch Pionierarbeit geleistet für Amerika und für den Manga-Bereich. Das ist schon wichtig und richtig, was Bohemian gesagt hat. Ich glaube, Bohemian war es, der User. Aber ey, ganz ehrlich, es ist halt einfach so, das heutige Dark Horse ist schrecklich. Ich habe beziehungsweise ich habe jetzt noch zwei Bände, also bis Band 3, von Koizumi Loves Ramen oder sowas. Dieser schöne
Manga, der es um ein bisschen um Rahmen geht, ein bisschen Slice of Life, Yashke-mäßig ist, habe ich ewig nicht mal weitergesammelt, weil das Gefühl ewig gebraucht hat, bis es rauskam. Und dann habe ich mal geguckt, oh, kann ich ja mal weitersammeln, habe jetzt 2 Bände bestellt, ich bin jetzt am aktuellsten Punkt. Der 3. Band kam 2021 raus, der 2. irgendwann 1 oder 2 Jahre davor und der 1. kam, ich glaube, sogar noch vor 2020 raus oder sowas. Es ist wirklich, es ist insane, wie lange die brauchen für den Manga. Und in Japan sind wir beim Band 9 bei diesem Manga oder sogar noch drüber. Also, die sind echt nicht, die kannst du dich echt nicht verlassen. Die haben Oh My Goddess angefangen in der Omnibus Edition, haben, glaube ich, 3 Bände rausgebracht, wenn überhaupt, und haben dann einfach gesagt, nö, jetzt lassen wir es wieder. Lassen wir einfach, ist okay. Berserk verkauft sich, das machen sie dann noch, ne? Aber der Rest machen sie so. Und das, ja, ich mag das nicht. Also, das fühle ich einfach nicht. Und von daher ist es für mich ein Schrottverlag. Mittlerweile ist es halt so. Also, wenn irgendwas Cooles rauskommt, das ist Dark Horse, denke ich mir immer, mal abwarten. Nicht mehr aktiv sofort was kaufen bei Dark Horse. Ich dachte immer, Udon Entertainment wäre so problematisch, so, aber ich muss sagen, wenn ich so nachdenke, Udon bringt, hat zwar auch seine Längen, was die Releases angeht, aber Udon bringt halt aber auch, ne? Ich habe meinen Isakaya Nobu Manga, den ich absolut liebe, den kriege ich immer wieder. Also Band für Band für Band. Und ich glaube, da ist auch noch keiner so richtig out of print. Das heißt also, Udon printet auch nach. Also druckt auch schön nach und also macht Yen Press und Dark Horse, die haben da keinen Bock drauf. Und das ist halt so ein bisschen. Okay, gut, langes Intro für die Announcement, wo ich aber sehr Bock drauf habe, weil der Manga heißt Touring After the Apocalypse. Also ein bisschen rumreisen nach der Apokalypse. Und das ist genau das, denke ich mal, was es ist. Das wird ein, ich vermute es jetzt einfach mal, also ich kaufe es mir allein schon wegen der Apokalypsen-Thematik, weil ich liebe das. Ich liebe diesen Gedankengang, dass ein paar Leute, Menschen, was auch immer, quasi nach der Apokalypse irgendwie auf dem Planeten rumeiern und Dinge tun. Und du siehst irgendwie so abgefrackte, von der Natur quasi sich mit Moos bewachsen, so richtig schön sich zurückholen, was einmal der Natur gehört hat sozusagen. Ich mag so diesen Gedankengang und ich finde es so geil, wenn man das so sieht, wenn dann quasi, keine Ahnung, wenn du so New York hast oder so und dann ist einfach komplett der Wasserspiegel hoch, da sind so diese Hochhäuser, überall Moos und das Meer fließt so durch und so Gedankengänge finde ich halt geil. Es ist, finde ich, muss ich auch mittlerweile sagen, ist ein großes Fable von mir. Wenn ich irgendwo sehe oder weiß, dass es um eine Apokalypse geht, da habe ich direkt Bock drauf auf einen Manga in der Richtung. Das ist schon mittlerweile ein bisschen mein Steckenpferd. Und Touring After the Apocalypse, es sieht halt aus wie ein Slice of Life Manga, vielleicht auch ein bisschen Yashke, weiß ich nicht genau, also so ein bisschen so ein viel, also eine Manga, der einem so ein bisschen gutes Gefühl auch zurücklässt, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von erwarten kann, darf, aber es sieht halt genau nach meinem Ding aus und ich glaube, das werden einfach vermutlich, warte mal, 2 Mädels auf einem Motorrad, die durch die Apokalypse reisen, bin ich dabei, habe ich Bock. Das sieht sehr nach etwas aus, was ich mag. Was ich auch sehr mag, da habe ich mich wirklich so riesig gefreut. Termae Romae oder Terma Roma, wie auch immer man das ausspricht. Ich habe mir mal eine Review dazu gemacht. Wer sich noch dran erinnern kann, so schön in der Badewanne, natürlich ohne Bild, damals noch. Heutzutage würde ich aber auch kein Bild machen, keine Sorge. Termae Romae kommt jetzt in der Omnibus Edition raus bei Yen Press und ganz ehrlich, sobald Yen Press diesen ersten Band raushaut, bin ich sofort dabei. Sobald man den irgendwo vorbestellen kann, werde ich direkt reinhauen, weil ich liebe diesen Manga. Das ist ein Manga, wo es um einen römischen, ja, Badehaus-Architekteur sozusagen geht und der lernt eben, weil er in diesem Bad, wo er dran arbeitet sozusagen, in die Neuzeit nach Japan verfrachtet wird.
durch so eine, keine Ahnung, durch den magischen Onsen sozusagen und landet eben auf der anderen Seite in der Zukunft in Japan und kriegt halt mit, wie das da so abläuft mit Onsen und so weiter, weil beide Kulturen, also Japan, also die Japaner sowie die Römer, sehr fokussiert und sehr bewandert waren, was diese ja, Badekultur angeht. Das sind einer der, die beiden sind wohl die zweithöchsten Badekulturen der Welt, so überhaupt. Und ja, genau, und quasi dieser Römer, der kein Japanisch kann, logischerweise, der eiert dann so ein bisschen in Japan rum und lernt eben halt so die Nuancen kennen, wie die Japaner ihre Onsen gestalten und so weiter und nimmt das dann mit nach Rom und ja, wird da eben halt gefeiert und berühmt und so weiter. Und das ist zwar immer wieder so more of the same, aber man lernt was, es ist lustig, es ist so eine geile Idee irgendwie und der Manga oder gerade das Cover oder so, das sieht nach nichts aus. Ich kann verstehen, wenn man sagt, weiß nicht, ob mich das interessiert, aber bei den Leuten, wo der Humor funktioniert, funktioniert er. Und wenn ihr Bock habt, über japanische Onsen, also allgemein über diese Badekultur was zu lernen, also wirklich aktiv was zu lernen, aber in einer coolen Art und Weise, in Manga-Form, dann Termae Romae kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe so Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf. Das ist einer meiner Hyped-Manga für, weiß nicht, dieses oder nächstes Jahr, wann auch immer das rauskommt. Ich musste wieder auf den Knopf drücken. Ich muss das mal irgendwie einstellen. Ich glaube, ich habe da irgendwas. Na egal. So. Okay, und jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen die negativen News abfassen. Es ist halt leider so, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Ich habe ja von euch, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr von wem, es tut mir leid, weil das ist so, ich bin nicht undankbar, ich kann mir nur keine Namen merken oder da schwer kombinieren. Jemand von euch auf jeden Fall hat mir da draußen Stravaganza geschenkt. Ich glaube beide Bände, wenn mich nicht alles täuscht, oder nach und nach die Bände. Und ich habe auch mal reingelesen und habe gedacht, oh, das ist schon mein Ding, das ist schon ganz cool. Und jetzt haben wir erfahren, der Manga geht bis Band 6 und hat aber einen 7. Band, der so ein bisschen, ja, Short Stories quasi, aber in der Welt von Stravaganza zusammenfasst, so. Und da gibt es wohl eine Sache, das hat dann Egmont dazu gesagt. Liebe Stravaganza-Fans, leider müssen wir euch mitteilen, dass wir uns gezwungen sahen, im Abschlussband der Serie eines der Kapitel zu entfernen. Machen die bestimmt, die kriegen bestimmt so ein, machen die beim Entfernen, und nicht so, sondern richtig, die wollen, dass ihr da draußen, dass ihr merkt, dass es denen richtig leid tut und weh tut, dass ihr denen das abkauft. Ich kaufe das denen nicht ab. Nicht mehr. Wie war das mit Draw? Jeder, der die Szene gesehen hat und will mir sagen, dass die Szene in Draw Vergewaltigung verherrlicht, der sollte zum lieben Onkel Doktor gehen, weil holy shit, ist es alles andere als... Nee. Also das war schon... Egal, anderes Thema. Das hat mich damals schon ziemlich angepisst. Aber, eines der Kapitel zu entfernen, dieses befasst sich in Bild und Text ausschließlich mit der verklärenden Darstellung einer expliziten, inzestiösen Beziehung zwischen einem Minderjährigen und seinen erwachsenen Schwestern. Warum wir derartige Inhalte nicht abdrucken werden, bedarf an dieser Stelle wahrscheinlich keiner weiteren Erklärung. Doch, Egmont. Doch, aber ich komme dazu gleich noch.
dass es sich bei den Kapiteln im Abschlussband lediglich um Bonusgeschichten aus dem Stravaganza-Universum handelt, haben die entfernten Seiten keinerlei Relevanz für das Verständnis der vorangegangenen Story. Vielen Dank für euer Verständnis. Das ist so das Ultimatum, wenn der Verlag sagt, ja, aber ihr verpasst da ja nichts. Ja, storytechnisch ist es alles okay. Und dann sagen sich die Leute, die noch nicht so weit sind, die noch sehr jung sind und vielleicht auch noch ein bisschen woke und vielleicht eben halt noch Angst haben, eine Meinung zu äußern, die nicht quasi in Twitter so high und hoch angesehen ist, sozusagen. Also quasi deren eigenen Meinung. Schön verfremden, damit man eben halt gut ankommt im Internet. Das ist gerade in der Jugend sehr wichtig, dass man allgemein irgendwo ankommt. Und ich verstehe das auch, weil ich hatte damals mit Flo die gleichen Diskussionen mit der Thematik Loli. Oh mein Gott, war ich toxisch und scheiße, wenn man so alte Foren-Posts von mir noch angucken könnte, was nicht mehr geht, weil das Forum nicht mehr existiert. Ich habe selber geguckt und dachte mir, Gott, was du ein Arschloch. Aber ey, so ist es halt manchmal. Aber ich habe mich bekehren lassen, indem ich einfach zugehört habe, indem ich einfach mal überlegt habe, okay, und ich habe die Fakten mitbekommen, oh, das ist ja gar nicht strafbar. Das ist ja interessant. Aber wenn es nicht strafbar ist in Deutschland, bei Fiktion und so weiter, und dann kann es nicht so schlimm sein, oder? Oder? Habe ich mir dann gedacht und habe dann ein bisschen mehr drüber nachgedacht und irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, ey, wenn es Leute mögen, soll es doch. Solange es nicht verboten ist und solange es wirklich in gesetzestechnisch nichts Schlimmes ist, sehe ich da kein Problem mit. Bin ich ganz ehrlich. Und bei diesem Punkt ist es so, ich bin mir nicht sicher. Es ist genauso, es war damals so wie bei der Rochengeschichte, bei KZ. Ich bin mir nicht sicher, ich war mir nicht sicher, ob das so ist. Aber es ist eine ganz einfache Lösung. Es gibt da einen Verlag, der nennt sich Manga Cult. Die haben einfach, weiß nicht, humanes, menschliches Denken an den Tag gelegt. Ohne Emotionen, sondern ihr wisst, als Verlag, der was verdienen will, einfach sachlich zu bleiben und nicht, oh, die Emotionen bringen mich um. Diese Gezeichnungen. Oh, oh, das kann doch niemand lesen. Oh, oh, der sterbende Schwan. Der. Oh. Ja? Das haben die nicht gemacht, sondern die haben sich gesagt, wir holen jetzt jemanden her. In Golden Kamuy gibt es da so eine Szene. Werter Berater. Guck dir die mal an. Da wird ein Bär gebumst. Wie ist das? Können wir das rausbringen? Müssen wir da Angst haben von der Indizierung oder irgendwas? Strafe? Und Typ sagt, nö. Alles gut. Stempel. Und Manga Cult sagt, ja, wir hatten Angst, dass wir es zensieren müssen oder dass es nicht, ne, indiziert wird oder sowas, aber ihr Lieben, alles gut, der Band kommt ganz normal raus. Und du denkst dir, so soll es sein, so easy, ne? Kase hat gesagt, das mit dem Rochen, das geht nicht, das geht nicht. Der ist so glücklich auf dem Rochen, da kriegen wir aufs Maul. Wir fragen jetzt aber auch niemanden, weil da müsste man ja Geld für anwenden. Das machen wir nicht. Bei uns sind die Leser eigentlich auch relativ scheißegal. Und die Leute, wir können denen dann einfach das so verkaufen, dass sie ja eh nichts verpassen von der Story und so weiter. Und Dann passt die Sache ja, ne? Dann die fressen das überwiegend, weil die mittlerweile uns Verlege eh vergöttern. Das wissen die Verlege mittlerweile auch. Das ist das Schöne, weil die Leute, die eben halt so funktionieren, haben die Verlege erst zu dem gemacht, was sie mittlerweile sind. Zu emotional und weniger sachlich. Na, wir hatten ja auch schon Momente, wo in Social Media die Verlege
die Leserschaft oder ein Teil der Leserschaft einfach dumm und schlecht geredet hat, wo ich mir auch denke, das ist seid ihr sicher, dass ihr mein Geld noch wollt für eure Bücher, oder? Oder habt ihr keinen Bock mehr auf verdienen? So, just saying, so. Ja, es ist auf jeden Fall, seltsam. Auf jeden Fall, ja, komisch, ne? Bei Kase, mit dem Rochen, geht scheinbar nicht. Golden Kamui mit dem Bär, kurz abgesprochen, geht. Der Kase-Manga für immer zensiert, Golden Kamui kommt ganz normal raus. Da fragt man sich natürlich, ob es so einen extra Paragraph gibt für alle möglichen Tiere, so dass man quasi so, ja, Paragraph Bär, gibt so einen grünen Haken dahinter, und dann Paragraph Rochen, Rochen, rotes Kreuz. Rochen gehen nicht. Bären, okay. Wenn ihr Bären mehr mögt, als ihr solltet, absolut legitim, aber Rochen. Irgendwo hört der Spaß auf. Irgendwo hört der Spaß auf. So fühlt es sich irgendwie an. Das ist, ihr merkt schon, da kann was nicht stimmen und da wird auch was nicht stimmen. Da wird nicht genug rangeklotzt für die Leser, sondern einfach gesagt, ach, weißt du, ist ja kein Jojo oder Boys Love Manga, brauchen wir uns auch nicht groß anstrengen. So fühlt es sich manchmal, ja? So kommt es manchmal rüber. Denn ich von Leuten, die sehr stark in dem Boys Love Genre zum Beispiel unterwegs sind, die haben mir schon Sachen erzählt, wo sie selber überrascht waren, dass dieser Inhalt existierte. Und wir haben dann so Manga, wo das da mit einem bösen Zeigefinger drauf gezeigt wird. Und ich dachte, das ist aber nicht gut, dass das passiert. Währenddessen passiert es ganz normal in irgendeinem Boys Love Manga. Und der Teppich des Schweigens wird ausgelegt. Und du denkst dir, Fairness sieht aber anders aus. Und eine Vermutung, und das sind nur Vermutungen, ja, also, weiß ich, werde nicht von einem Verlag irgendwie supported oder sonst was, ist mir einfach scheißegal, ich sage einfach, was ich denke, und meine Vermutung ist, dass da ein paar Leute in den Verlegen eben halt so ihre Lieblinge haben, und die boxen die auch durch, weil die sollen so, wie der Mangaka, oder die Mangaka wahrscheinlich, das rausgebracht hat in Japan, so soll das auch hier rauskommen. Der Jungs-Manga da interessiert mich doch nicht. Hey, ist mir doch scheißegal. Da kann man auch mal zensieren. Sollen sie sich nicht so anstellen. Und wenn sie es wollen unbedingt, dann können wir sagen, dass sie alle pädophil sind. Easy. Easy. Einfach. Oder? Easy. Easy. Einfach drauf pochen, dass genug Leute, die den Artikel sehen und kommentieren, dass die mit uns sind und dass die dumm genug sind, um irgendwie einen großen Terz draus zu machen und quasi uns ins gute, positive Licht zu strecken. Ja, also mein Fazit ist absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Kapitel, weil natürlich, es ist so, wie ich es immer sage, und das sollte Japan meiner Ansicht nach so langsam mal checken, wenn ihr im englischen oder auch im deutschen Manga-Bereich anfangt, Dinge zu zensieren, rauszunehmen, komplett wegzumachen, dann kurbelt ihr nur die Anzahl der Piraten, die den größten Schatz der Welt versuchen für sich zu entdecken, und das nicht das One Piece ist, sondern irgendwelche Manga-Kapitel oder ganze Manga-Reihen versuchen dann eben halt auf dieses Schiff zu springen, und dann wirst du damit jede Menge neue potenzielle Piraten dir erschaffen. Ne? Auf der einen Seite sagst du, oh, wir wollen gegen Piraterie und so, und dann zensieren oder lassen sie komplette Kapitel weg, auch wie gesagt im englischen Bereich, und also damit, also man kann es nicht besser, also die in den letzten Jahren am meisten die Piraterie hochgetrieben haben, von den Zahlen her, sind die Publisher selber. Zu überteuert, Zensuren,
Abänderungen in Dubs, eigene Agendas eingefügt, komplette Ursprungsideen und Ursprungstexte zweckentfremdet für eigene Fanfictions der Autoren und Lokalisatoren. Hey, braucht sich keiner wundern, dass die Piraterie hochgeht. Ich bin auch kein Typ, der Piraterie unbedingt supportet. Ja? Wenn ich die Möglichkeit habe, den Manga zu kaufen oder den Anime, dann tue ich das auch. Der Punkt ist nur, wenn das Werk eben auch normal ist und so, wie es gedacht war und nicht wie Hans-Peter oder Gudrun Neumeier irgendwie da sitzt und sich denkt, das gefällt mir nicht, das ändere ich jetzt ab. Für euch. Ich bin so toll. Das mache ich nur für euch. Und die Leute, die es dann betreffen soll, die denken sich, wir wollen das gar nicht. Und die Leute, dann ist es so eine Masse an Menschen, die es gar nicht lesen oder schauen oder spielen oder sowas, die sagen dann, ja, yeah, richtig, geil. Problem ist halt bloß, der Verlag oder allgemein die Publisher sehen kein Geld von denen. Aber die schreien halt sehr laut. Ist halt, ich habe so das Gefühl langsam, dass den Verlegen, dass die laute Minderheit wichtiger ist, oder die Publisher, als die Leute, die dann tatsächlich denen Geld geben. Also braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man irgendwann bankrott geht, ganz ehrlich. Aber ja, lass das Thema mal vorbeigehen. Es ist einfach absoluter Humbug, was da passiert und meine Herangehensweise kann ich euch auch an euch einfach weitergeben. Ich werde mir auf jeden Fall mal gucken, was so der siebte Band ist. Da gibt's Möglichkeiten. Schauen wir mal den siebten Band an. Und dann kaufe ich mir, damit ich es vollständig habe, entweder vielleicht die italienische Fassung oder die japanische. Mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch weg. Und Stravaganza werde ich in Zukunft jetzt einfach nur noch irgendwo, wenn ich es mal finde, gebraucht kaufen. Machen wir so, oder? Machen wir so. Vielleicht supporte ich sogar eher noch den englischen Bereich. Wollen wir mal überlegen. Ja, das ist auf jeden Fall so mein Plan dann dafür, ja. Weil für diesen siebten Band kriegen die keinen Cent von mir. Das sehe ich dann auch einfach nicht ein. Zumal, und das hat der gute Alex, also der Selector, ganz gut auch formuliert gehabt, wo ich mit ihm drüber das Thema hatte, natürlich. Der Alex hat nämlich passend gemeint, selbst wenn die, also die sind ja dagegen und die sagen, oh, sowas supporten wir nicht, das ist ja voll schlimm, was der da reingemacht hat und so weiter. Und hat ja quasi so drauf appelliert, ne? Und dann aber den Manga trotzdem rausbringen und quasi diesen Band quasi noch als Support für diesen vermeintlich bösen Mangaka rauszubringen. Die Doppelmoral ist echt Bäm. Die ist richtig Highlife. Oh boy. Ah. So. Dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Ultraverse hat Lizenzen rausgebracht. Ja. Herbst scheinbar dieses Jahres. Und ja, da sagen mir viele jetzt einfach noch nichts, wo ich jetzt einfach nicht sage, so, oh, das muss ich jetzt schauen oder lesen, sondern das. Ich sehe das und denke mir, könnte vielleicht interessant sein, aber ich habe noch wirklich keine Ahnung. Die eine Sache, die mich aber interessiert, ist, Fullmetal Alchemist kam ja in dieser Special Metal Edition raus, oder wie die hieß. Und jetzt kommt, für manche ist es ein bisschen unnötig, aber für mich ist es ganz gut, weil mich interessiert das nicht. Ich brauche diese Edition nicht, weil ich selber noch nicht mal weiß, ob mir Full Metal Alchemist überhaupt gefallen wird. Ich weiß es einfach schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, diese neue Edition, die quasi im Grunde die Ultra Edition ist, also quasi das, was bei anderen Verlegen die Max-Bände sind oder Massiv oder jeder Verlag hat ja da seinen eigenen Namen mittlerweile für.
ist das halt auch der Fall. Da sind wohl... warte mal. Steht es schon irgendwie dabei? Steht es irgendwo dabei? Da. Taschenbuch, Fassung, das ist eine 3-in-1-Ausgabe. Genau, und die erste kommt scheinbar mit einem Kostenfaktor von 5 Euro daher. Und ich finde, das ist gut. Da hast du 3 Bände, 5 Euro und kannst mal reingucken, ob die Reihe was für dich ist. Und wenn es mir gefällt, dann sammle ich weiter. Und ich habe kein Problem mit so dicken Bänden. Das finde ich recht eigentlich ganz gut, weil die auch preistechnisch immer ganz okay sind. Und ja, schauen wir einfach diese Ultra-Massiv-Editionen von Full Metal Alchemist an. Genau. Da habe ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Weil die Metal Edition, die hat mich jetzt nicht so gereizt, wie gesagt. So, dann eine traurige Meldung. Ist es eine traurige Meldung? Es ist schwierig zu erklären. Ich bin ja bei Black Clover nicht aktuell, weil mir fehlen ja noch zig Bände, weil ich ja den Tokyo Pop Rhythmus nehme. Und ich bin auch ganz froh, dass ich den nehme, weil ich habe dadurch noch mehr, auf das ich mich momentan freuen kann. Leute, die halt aktuell in der Shonen Jump Plus Manga App, also Manga Plus App, aktiv sind und da fleißig mitlesen oder eben halt auch illegal, die freut es vielleicht nicht ganz so sehr, denn der Mangaka macht zum einen drei Monate Pause, was schon ganz ordentlich ist. Und zum anderen, also er macht das aus gesundheitlichen Gründen, weil es hieß irgendwie so, dass der Verlag halt zu ihm gesagt hat, Tabata, mal ganz ehrlich, mach mal Pause, gönn dir mal was, chill mal und mach während deiner Pause von mir aus ein bisschen so Skripte, was deine letzte finale Arc angeht, die du da geplant hast, aber chill mal. Ruh dich mal aus, geh mal mit deiner Family fort, mach mal Urlaub und entspann dich. Und ja, das ist natürlich auch schön zu hören, dass er das auch mal bekommt. Das ist sehr cool, weil 3 Monate sind lange Zeit. Und danach kommt er zurück und beginnt die letzte Final Arc von Black Clover. Jetzt ist es immer so ein bisschen so, auf der einen Seite, also eine Arc von Black Clover oder so kann 10 Bände gehen, 15 Bände, vielleicht auch 20, wir wissen nicht, wie lange diese Arc wird. Also es ist noch auf jeden Fall Luft nach oben, was die Zahl der Bände angeht. Es werden nicht 5 oder 6 Bände sein, ne? Und zum anderen, also wir werden die noch ein paar Jahre behalten, das meine ich damit. Zum anderen aber auch, denke ich, es ist vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn was die Japaner sehr, sehr gerne sagen, oder ist, das ist das letzte, der letzte Arc, oder in 5 Kapiteln hört es auf und so weiter. Und manchmal ist es dann doch so, dass wenn die Verkaufszahlen gut stehen, oder dass das manchmal auch die Leute nochmal ankurbelt zu sagen, oh, Black Clover hört bald auf, ja kommt dann ich glaube, ich jetzt lese ich es doch mal. Und dann gehen die Verkaufszahlen wieder nach oben, die Leute, die Awareness ist wieder gestreut und auf einmal denkt sich dann der Verlag, wir machen doch noch ein bisschen weiter. Und dann, ja, dann geht's doch nochmal, dann ist doch nicht die finale Arc. Und von daher, mal schauen. Wir werden einfach das auf uns zukommen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem über solche News, weil Black Clover ist einfach geil. Ich liebe Black Clover. Einer meiner absoluten Lieblings-Jump-Manga of all time. Es ist insane, dass ich nie gedacht hätte, dass mal ein neuer Jump-Manga noch für mich so in quasi den Wert bekommt, wie es mal damals ein Dragon Ball oder keine Ahnung, sonst was anderes in der Hinsicht war. Es ist schon beeindruckend. Ich liebe Black Clover und ich habe echt Bock auf diese Final Arc, aber mir fehlen eh noch persönlich ein paar Arcs, von daher, ich freue mich allgemein auf das Zeug, was es da gibt. Dann gibt es noch so eine kleine Info, wenn du bei KZ im Webshop entweder ein Manga von Devil's Line, Spy Family, Beastars, Jujutsu Kaisen oder Haikyuu kaufst, dann kriegst du ein Shikishi, das ist so ein kleines Plättchen, ich weiß nicht aus welchem Material das ist, also so ein viereckiges Plättchen oder
keine Ahnung, auch postkartenmäßig manchmal. Und da ist dann die Unterschrift vom Mangaka drauf, vielleicht noch irgendwas Nettes geschrieben und eine Illustration. Das ist so ein Ding in Japan. Das ist mehr oder minder das, was die Leute so vorzeigen, damit der unterschreiben kann drauf. Also der malt meistens was und unterschreibt es dann und gibt es dann seinen Fans. So, ne, wenn du die irgendwie live siehst. Und das gibt es bei uns eben halt öfter mal in dem Manga. Jetzt ist es ein bisschen so, ist ein bisschen blöd gemacht, dass sie es dann ankündigen, während mehr oder minder diese Manga teilweise, also die neuen Bände von diesen Manga teilweise schon draußen sind, sodass Leute, die das jetzt kaufen wollten, haben wollten und sich den aktuellsten Band gekauft haben, jetzt dastehen und sich denken, ja, aber ich habe momentan alle Jujutsu Kaisen Bände. Wie kriege ich jetzt einen Jujutsu Kaisen Shikishi? Muss ich jetzt ein Band doppelt kaufen dafür? Was ein Schwachsinn. Und ja, das ist saudumm. Ich habe mir zwei Jujutsu Kaisen Bände und die fehlenden Bände von Chivalry Knight Dingsbums Manga, gerade den Namen nicht parat, gekauft, damit ich die Reihe auch mal komplett habe und vielleicht auch mal demnächst lese, fertig lese vor allem. Und ja, bin mal gespannt, weil das ist ja wohl nur limitiert und so weiter, bin mal gespannt, ob ich ein Shikishi von Jujutsu Kaisen bekomme. Das war das, was mich jetzt mal am meisten interessiert hat. Spy Family, ich weiß, ist momentan ganz, ganz krass und ich muss auch so ehrlich sagen, ich liebe Spy Family allein schon wegen den Memes. Und normalerweise hasse ich Anime-Memes, weil die meistens nicht lustig sind oder nervig, wie zum Beispiel Jojo hat die Leute irgendwann nur noch abgefuckt. Es ist aber so, dass ich finde, dass diese Spy Family Memes, die sind teilweise, die haben teilweise nicht so viel mit dem Anime oder dem Manga an sich zu tun, aber die sind einfach kreativ und gut. Da muss ich auch mal gucken, was ich da noch ändern kann. Aber ja, ist eine blöde Entscheidung, sehe ich auch so, aber ich hoffe, dass ich vielleicht einen Jujutsu Kaisen Shikishi bekomme. Das kann ich dann schön in meinem Manga-Kabuff zu den anderen Shikishis an die Wand stellen. Das wäre cool. Ansonsten, kein Problem. Ich in erster Linie habe mich bei dem Einkauf tatsächlich nur Chivalry Knight noch interessiert, weil ich bemerkt habe, oh, den habe ich noch nicht komplett. Sollte ich mal fertig machen. So. Ja, komm. Hauen wir mal was kurz raus. Ich werde es unten in die Videobeschreibung packen. Es ist recht simpel. Können wir recht schnell das abhandeln sozusagen. Und zwar gibt es einen User, also einen japanischen Künstler, oder eine Künstlerin ist es, glaube ich, sogar, die auf den Namen, den kann ich nicht lesen, das kriegen wir hin. So viel Zeit muss sein. Japanisch zu Deutsch. Wasu. Scheinbar was vergessen bedeutet, also Wasu. Wasu ist eine Künstlerin auf Twitter, die @zerni. Ich will, wie gesagt, ich werde es unten verlinken. Und sie macht. Boah, wie soll ich das jetzt erklären? Es ist schwierig zu erklären. Sie hat so. Aber wenn ich es sehe, geht mein Herz auf. Es ist so niedlich. Sie hat halt so Cutouts, ja? Also sie ich werde es irgendwo im Bild wahrscheinlich reinpacken. Ich werde es, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr das mal angucken. Sie hat halt so. Ist es Holz? Ist es Pappe? Ich weiß es nicht. Aber sie hat eben halt so Charaktere, die sie da zeichnet. Und macht so, dass jedes Körperteil so einzeln bewegbar ist, mit so einem Mechanismus hinten, wo man so dreht und so weiter. Und sie tut dann diesen Charakter eben halt so halten und macht mit denen so bestimmte Aktionen und nimmt das dann auf. Und das ist visuell so interessant und cool. Und wenn ich folge ihr und wenn ich das ab und zu so mal am Tag sehe oder in der Woche, es ist einfach cool, es macht einfach Spaß. Und ich wollte diesen Spaß mit euch teilen, falls ihr da
Bock drauf habt, mal auf mal was Kreatives und was Positives und nicht immer nur Negatives im Internet, dann kann ich euch diesen Twitter-Account auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist es drin. Der Artstyle von ihr ist halt natürlich auch ultimativ knuffig. Super. Man muss es einfach mal gesehen haben, um zu verstehen, was ich damit meine. Und ja. Dann ein Ding in eigener Sache. Ist relativ schnell erklärt. Ich habe ja, ich weiß nicht, viele Leute, die mir auf Twitter folgen. Könnt ihr gerne tun. Unten in der Videobeschreibung werdet ihr auch sehen, wo man zum einen, wie man mehr so Manga supporten kann mit Amazon-Gutscheinen oder eben auch, wo man mehr so Manga findet bei Anilist oder Twitter. Und wer mir über Twitter folgt, weiß, dass ich entdeckt habe, dass einer meiner Lieblingskünstler, in Anführungsstrichen Mangaka, Kenshi Tsuruta, der die Manga Emanon und Forget Me Not und Dings hier, wie hieß es nochmal? Spirit of Wonders und so weiter und so fort gemacht hat. Ich liebe ihn. Ich habe ein Artbook, ich habe zwei Artbooks von ihm. Und er hat jetzt angekündigt, dass im Mai sein neuestes Artbook rauskommt. In Japan. Und diese Website, die das angeboten hat, hat aber mir keine Möglichkeit gegeben, das zu kaufen als Nicht-Japaner. Und jetzt habe ich gewartet in der Hoffnung, dass ich es jetzt endlich bestellen kann. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, man kann den Manga, der einfach nur sehr stumpf heißt, Kenshi Tsuruta Artbook. Also Kenshi Tsuruta Kunstbuch. Der hat keinen anderen Namen. Der heißt einfach so. Ich habe zumindest keinen anderen Namen entdeckt. In den ganzen Artikelbeschreibungen heißt es einfach nur Kenshi Tsuruta Artbook sozusagen. Okay, ich meine, da weiß man immerhin, was man hat, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob es nochmal so ein Sammelsurium ist oder ein Best-of oder sowas, aber der hat ja momentan schon wieder einen Manga am Laufen oder seit 2017 und macht da auch nicht weiter. Also, Manga von dem sammeln ist echt ein Krampf. Es ist nicht schön. Wenn Leute bei Berserk, Tsuruta ist nochmal viel schlimmer, meiner Ansicht nach. Da kommt noch weniger raus als bei Berserk. Bei Berserk hat man immer irgendwann mal eben halt ein Kapitel bekommen, das kriegt man nicht mal bei Tsuruta. Also, das ist leider echt nicht schön. Als jemand, der Tsuruta unfassbar liebt, aber Kritik ist Kritik, das muss er sich anhören. Aber ich habe sein Buch auf jeden Fall vorbestellt und es soll wohl im Mai rauskommen in Japan. Mal schauen, wann es dann bei mir landet, beziehungsweise ob es dann wirklich pünktlich im Mai rauskommt. Mal schauen. Was ich mir auch vorbestellt habe, weil, ich sag's wie es ist. Ich hab doch durchaus gerne Pocky und Rocky gespielt. Ein schönes Spiel, wo du so als ein Yokai-Tanuki sozusagen rumläufst oder als eine kleine Miko. Also ein kleines Priestermädchen sozusagen. Und laufst eben halt von unten nach oben, von rechts nach links, quer durch ein Level und so weiter. Und ballerst die ganze Zeit. Es ist quasi so ein bisschen Toho, bloß mit mehr Bewegungsfreiheit und nicht ganz so schwer. Schon schwer in einer gewissen Form, aber nicht so schwer wie ein Toho jetzt zum Beispiel. Und dieses Spiel, es hat eine gewisse Nostalgie bei mir. Ich mag das sehr, ich mag den Artstyle. Ich habe da eine gewisse Nostalgie für. Jetzt haben sie eben halt Pocky und Rocky Reshrined rausgebracht für PS4 und Switch. Und die PS4 hat schon mal gleich gesagt, ne, wir zensieren. Die Switch leider auch. Leider auch. Weil sich die Entwickler gesagt haben, also die in Japan die Entwickler, wir bringen einfach für den Westen diese zensierte Version raus. Allgemein. Ob es jetzt die Switch ist, ist egal, welche Plattform. Wir bringen einfach, weil der Westen hat Angst vor Titties. Und deswegen, wenn ich mit einem japanischen Otaku reden könnte, würde ich mich so in Grund und Boden schämen, wenn ich mit dem drüber reden oder beziehungsweise wenn der mich fragen würde, warum das zensiert wird und warum wir Angst haben vor Titties. Ich würde so rot werden.
weil es so unangenehm ist, irgendwie. Was sollst du da sagen? Keine Ahnung, weil wir dumm sind scheinbar. Weil wir, keine Ahnung, weiß nicht, weil Leute da denken, dass man dann, dass Leute da irgendwie vor dem Spiel stehen und den da machen. Oder weil irgendwelche Frauenorganisationen in Amerika irgendwie auf den Trichter kommen, dass das irgendwie dazu führt, dass Männer Frauen anfallen, weil so ein Charakter in Pocky und Rocky ein bisschen mehr Ausschnitt zeigt. Das ist einfach. Das hat ja nichts was mit der Psyche der einzelnen Individuen zu tun oder so. Nee, Pocky und Rocky, sage ich euch. Das ist der Haupttäter. Und ja, beides zensiert. Ich habe gewartet und habe gehofft, dass eben halt Nintendo da sagt, ist uns egal. Machen die ja überwiegend. Die sind ja da mittlerweile nicht mehr. Also die sagen ja, naja, wenn es halt nun mal so ist, ist es halt so. Aber der Punkt ist halt, das Spiel ist, glaube ich, ab 0 oder sowas oder ab 6 oder sowas. Und da ist auch dann Nintendo so, dass die sagen, ist vielleicht nicht ganz angepasst für den Westen, was das Alter angeht. Und deswegen, keine Ahnung. Frauen sind böse. Da kommen wir auch noch gleich zu. Keine Sorge, das ist legit, I kid you not, ein Thema, was noch kommt. Long story short, diese... Ich weiß nicht, ist es eine Erntegöttin oder sowas? Oder allgemein diese Gottheit namens... Warte. Ame no Usume. Die kennt man. Das ist eine mythologische Figur. Die kennt man. Das ist diese mit diesem komischen Schal oder diesem komischen... Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Diese sieht aus wie so ein goldener Schal und sowas. Die kennt man, ne? Die hat so ein Kimono an, der geht ungefähr bis hier, der zeigt halt ein bisschen mehr Ausschnitt und der geht bis runter und ist meistens, wird er meistens so pink oder so dargestellt. Die kennt man auf jeden Fall. Also kennt man, wenn man zum Beispiel hier Dings, dieses Spiel gespielt hat mit Amaterasu, mit dem Wolf, dieses Zelda-esque Spiel. Kommt gerade auf den Namen nicht. Ihr wisst wahrscheinlich, Okami, genau. Kennt man die zum Beispiel und so weiter und so fort. Also die kennt man auf jeden Fall. Und die ist da eben halt ein spielbarer Charakter und auch, kommt dann auch in Cutscenes vor und so weiter. Und die haben sich gesagt, nee, das ist uns zu heavy. Also da, Frauen und diesen Teil da vorne, den die da haben, ganz kurioserweise, das ist zu heftig. Dadurch wird es garantiert sehr, sehr viele potenzielle Fälle geben, wo Frauen vergewaltigt werden dadurch. Das wollen wir vermeiden. Und außerdem könnte das Kind danach im Nachhinein verstören und zu potenziellen Vergewaltigern machen. Vor allem Jungs. Ich würde so gern sagen, es war natürlich nur übertrieben. Aber es sind teilweise genau solche Argumente. Das ist ein bisschen das, nicht nur ein bisschen, das ist das Traurige dran. Und jeder, der sich das jetzt angehört hat und sich denkt, what? Genau, der hat noch genug da oben drin. Es ist einfach absurd, was da passiert. Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Fakt eben halt, dass wir es zensiert bekommt. Aber... ich darf meine Ame no Usume so sehen, wie sie gedacht war. Weil ich mag die. Also klar, das sieht ein bisschen hot aus, ja. Aber gerade als, wenn ich denke, als kleiner Junge, fand ich solche Charaktere immer cool, weil, ja, keine Ahnung. Ich mag sowas heute noch. Da hat sich nicht viel geändert. Aber was ist das Problem, ein bisschen schmuddelig zu sein? Wen stört es denn? Wen verletzt das denn jetzt im Endeffekt so? Das verstehe ich nicht. Da kann man doch einfach zu stehen. Und ich weiß nicht, ich mag halt auch den Artstyle irgendwie und ich habe mir einfach gesagt, du weißt was? Ich kaufe das jetzt so. Bei Yes Asia, also Yes Asia, habe ich mir das jetzt vorbestellt. Und zwar die Asia Version. Es gibt ja eine japanische und dann gibt es noch die Asia-Version immer, ne? Und die Asia-Version hat immer englische Titel.
was ja die im Grunde jetzt in Europa und Amerika und so auch hat. Also ist im Grunde fast die gleiche Version, bloß wurden teilweise Bildausschnitte geändert und Charaktere zensiert. Und das könnt ihr alles umgehen, indem ihr einfach die Asia-Edition holt und die läuft auch ganz normal auf der Switch, wenn ihr die kauft. Also Win. Win. Und ich habe das jetzt vorbestellt für 40 Euro. Klar kommt da noch Versand dazu oder sowas, aber allein schon die Tatsache, dass das jetzt nicht mal der ultimative Vollpreis ist. Ich weiß gar nicht, wie viel die für das Spiel verlangen im Normalfall, aber ich habe jetzt 40 Euro quasi dafür gezahlt. Kann ich mit leben. Also selbst wenn es im Vergleich noch teurer wird, kann ich trotzdem mitleben, weil, keine Ahnung, ich will einfach das Spiel, ich will einfach Sachen, es kann doch nicht so schwer sein zu verstehen, dass ich einfach Sachen konsumieren möchte, so wie die Künstler, die Entwickler, die Leute, die da zusammengehangen haben, die Überstunden geschoben haben, damit dieses Spiel so wird, wie es wird, dass ich das genau auch so spielen möchte. Einfach schon aus Respekt gegenüber den Leuten, die da Blut und Schweiß reingesteckt haben. Kann das denn so schwer sein, das zu verstehen? Ich hoffe doch mal, dass es nicht so schwer ist zu verstehen. Und das möchte ich einfach. Aber das hat jetzt nichts mit Titties zu tun. Das hat auch, kann auch, muss keine, muss das nicht beinhalten. Das kann auch irgendwas, irgendeine andere Zensur sein. Zum Beispiel irgendwelche Texte. Triangle Strategy. Dieses Spiel, was bald rauskommt für die Switch. Ich weiß nicht, welche Edition, ob wir eine andere übersetzte Version kriegen. Ob unsere Version, die vielleicht deutsch ist, eventuell, ob die einfach nur die amerikanische nimmt und übersetzt, dann haben wir ein Problem. Wenn da tatsächlich Japaner dran hängen, die das ins Deutsche übersetzen, dann wird's cool. Ansonsten darf ich euch mitteilen, und das ist leider auch wieder sowas, wo ich mir denke, boah, ihr merkt gerade, wie viel jetzt innerhalb diesen Monat allein schon, im April, wie viel Zensur und gefällt mir nicht, muss weg, und das gehört sich nicht, muss weg, diese Thematiken an den Tag gelegt werden. Leute haben damals irgendwann zu mir gesagt, so, ja, solange das hier und da mal passiert, das ist ja doch in Ordnung. Ich meine, nicht schön, aber es geht ja noch. Aber allein wie viel ich heute euch für den April zu sagen habe, was zensiert wird, das ist gruselig. Da sollte man wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken, wie viel zensiert wird in letzter Zeit. Also das ist schon, das wird mittlerweile, und das wird in Zukunft vielleicht auch so eine Art Volkssport bei den Verlegen und Publishern. Denn bei Triangle Strategy, dieses, naja, wie soll man sagen, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre-esque Game, was so mit hier rundenbasierend und auf so ein Raster, wo man die Charaktere immer so wie so Schachfiguren Stück für Stück bewegen kann und so weiter. Ihr habt vielleicht bestimmt schon davon dem Spiel gehört, so ein Fantasy-Game eben. Und sie haben aktiv, und da geht es auch darum, dass irgendwie so ein jemand, der an dem Spiel gearbeitet hat, explizit gesagt bekommen hat, versuche, so gut es geht, oder allgemein mittlerweile, also nicht nur dieses Spiel, das wird in Zukunft auch noch andere Spiele betreffen, versuche, so gut es geht, da das Wort Woman, also Frau, zu umgehen. Schreib irgendwas anderes hin, aber schreib nicht Frau hin. Das kriegen die gesagt. Square Enix sagt denen das. Die sagen, schreib, wenn die Japaner Frau schreiben oder irgendeine Frau ansprechen sozusagen mit der Thematik Frau, keine Ahnung, was gab's denn da zum Beispiel? Zum
Also an sich ist es ja schon eine Frechheit, weil es geht ja nicht mal nur darum, das einfach zu umschreiben, sondern im Groben und Ganzen geht es darum, die Frauen, die weiblichen Charaktere einfach besser darzustellen, als die in der Geschichte eigentlich so sein sollen oder beziehungsweise tougher darstellen, als sie eben halt so sind in dieser Geschichte. Und da denke ich mir auch so, what the fuck? Also, das kann man ja machen, wenn das eben halt zum Kontext passt. Aber wenn das nun mal in dem Spiel nun mal der Fall ist, dann lizenziert ein anderes Spiel, meine Güte. Aber was soll denn das hier zum Beispiel? Hier sagt in der einen Szene der eine Typ zu einem anderen, take care of Frederica, son. I won't forgive you if you make her cry. You hear? Wahrscheinlich ist das irgendwie der Vater von ihr oder sowas. Und sagt halt, bitte pass auf Frederica auf. Ich werde dir nie verzeihen, wenn du sie zum Weinen bringst. Na, weil man, da kriegt man mit, okay, der hat eine Bindung zu diesem Mädchen. Wahrscheinlich ist es der Vater. Der macht diesen großen Sprung und vergibt einem anderen Mann, Kerl, das Kämpferische sozusagen. Weil die wird jetzt wahrscheinlich vielleicht eher eine Prinzessin sein, die jetzt momentan nichts kann. Hey, ich wäre jetzt auch nicht der ultimative Kämpfer. Wäre bei mir genauso. Man müsste mich wahrscheinlich auch beschützen. Irgendein krasser Dude. Oder krasse Dudette. Müsste mich auch beschützen in dem Aspekt. So, so, wo ist das Problem? Warum ist das schlimm? Wenn du all die Jahre ganz normal dein Leben als Prinz oder Prinzessin gelebt hast und dann kommt es zu einem Krieg oder sowas, dann bist du nicht auf einmal die taffe Kriegerprinzessin so. Wenn du vorher noch nie mal ein Schwert in der Hand gehabt hast und sowas. Also es ist einfach absurd, dass man das so erzwingt und die Alternativfassung dazu ist, a word of advice, lad, you'd do well to not anger her. Also er sagt letzten Endes so, ich gebe dir einen kleinen Rat, lad, das ist schon so komischer, ich weiß nicht, irgendwie so, weiß auch nicht, es kommt schon komisch vor, es würde dir gut tun, wenn du sie nicht ärgerst. So wie so nach dem Motto, pass auf, die ist ganz schön tough oder sowas. Aber es ist einfach so, es ist komplett abgeändert, komplett der Ursprungs, das, was da eigentlich passiert ist. Ja, und wie gesagt, das Wort Frau soll, so gut es geht, raus vermieden werden. Wahrscheinlich unter anderem wegen dieser ganzen Gender-Geschichte. So. Wo ich mir dann aber auch denke, boah, bitte könnt ihr mal anfangen, Gender-Games zu machen. Also wirklich Games, wo es um Charaktere gibt, Hauptprotagonisten, wo die Leute, die sich da irgendwie einmal angepisst fühlen bei anderen Spielen, dass die endlich mal ihr Futter bekommen. So, ja? Es kann doch nicht sein, dass wir das jetzt alles irgendwie immer auf die umwälzen müssen. So. Es fühlt sich einfach komisch an. Und es ist auch vor allem, wie gesagt, das ist ein original japanisches Spiel. Da steht irgendwas mit Frau drin. Der englische Bereich kommt und sagt, aber das Wort Frau ist böse. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist wohl so, scheinbar. Also dürfen wir alle nicht mehr Frau sagen. Es ist einfach nur noch alles, es ist so eine Clowns-Zirkus-Geschichte hier. Es ist so, und die meisten Leute, die ein Gehirn haben und, ich kenne mich doch da nicht aus, Sternchen irgendwas sind, ja, du kriegst es im Internet auch mit, dass es viele Leute gibt, die don't care. So, die sagen halt einfach, wenn es ein Kerl ist oder eine Frau, dann, keine Ahnung, dann versetze ich mich halt in irgendeiner Lage, das kriege ich schon hin. Die muss nicht aktiv irgendwie Sternchen irgendwas sein. So, das bockt mich nicht. Und das ist bei vielen so, aber die laut schreien, das sind die fühlen sich irgendwie angegriffen dadurch aus irgendwelchen Aspekten. Und in so einer Welt leben wir. Ja, wie gesagt, das Wort Frau wird zensiert und auch allgemein Texte in Triangle Strategy werden im englischen Bereich umgeschrieben. Ob das den deutschen Markt dann auch treffen wird, bleibt abzuwarten. Das weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht, aber holy Macaroni. Nächstes Thema. Genshin Impact. Hat ja viele Leute, die
Genshin Impact mögen. Ich habe auf dem Kanal übrigens auch Livestreams, falls ihr da Bock drauf habt. Ansonsten gibt es viele Leute, die Genshin Impact mögen da draußen. Mich mit eingeschlossen. Und es gibt Leute, die machen Artworks dazu, ne? Fanarts. Kennt jeder. Ist nicht verboten. Sollte man meinen. Aber es kommt drauf an. Kommt drauf an, was für Fanarts du machst. Denn es gibt da zwei Charaktere mittlerweile. Und zwar, ich weiß gerade ihren Namen nicht. Haben wir da irgendwas? Habe ich da jetzt den Namen? Egal, auf jeden Fall aus Inazuma. Diese zwei Führerpersönlichkeiten, ich kann ja die irgendwie aus einem etwas reicheren Hause kommen. Diese Ayako heißt sie, glaube ich, oder sowas. Wie gesagt, ich habe den Namen gerade nicht parat. Aber halt diese mit dem Fächer. Und diese Schwertkämpferin mit dem Fächer. Und ihr Bruder, der fast ähnlich aussieht wie sie, nur in männlicher Form mit dem Schwert. Ja, hat ein Artwork bekommen, wo er da sitzt mit der Pfeife und sie sitzt dann so da auf seinem Schoß und hat eine Knarre in der Hand und den Fächer und soll so ein bisschen Yakuza-mäßig sein, so im Stile. Und Leute sind richtig außer sich vor Wut gewesen, weil die da inzestiöse Dinge reininterpretiert haben, die, selbst wenn es so ist, einfach fucking egal sind, weil es halt irgendein Dude ist, der das gezeichnet hat. Holy shit. Und diese Leute sind so ausgerastet, dass die den Künstler gemobbt haben. Die haben dem Künstler Todesdrohungen geschickt. Ich zitiere mal Egmont. Warum ich dazu jetzt nichts mehr zu sagen habe, bedarf an dieser Stelle wahrscheinlich keiner weiteren Erklärung. Ja? Auch würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ihr seht, in welcher Scheißwelt wir momentan leben. In einer Welt von Leuten, die viel zu empfindlich sind. Die sogar wahrscheinlich dieses Video so aufregt, so richtig zum Braten bringt, weil ich eine Meinung habe und äußere, die denen überhaupt nicht gefällt. Der Punkt ist aber, und das ist deren größtes Problem, ist, dass mir das scheißegal ist. Dass mir das scheißegal ist. Wirklich egal. Das ist das Schöne dran. Es ist mir wirklich egal, was die Leute von mir halten. Weil ich darf gerne noch ich selber sein. Ich muss nicht irgendeiner Masse nachschwimmen, wenn ich das anders sehe. Und wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum diese Masse da hinterher schwimmt, dann mache ich es auch nicht. Das habe ich mal gemacht und ich mache es nie wieder. Weil dadurch bist du automatisch nicht mehr du selbst. Du bist irgendjemand, der du glaubst, der du bist, aber du eigentlich gar nicht bist. Wie diese Leute von der UN-Frauenorganisation, die haben sich nämlich richtig aufgeregt. Die haben ihren Sitz in Amerika. Das hätte jetzt keiner erwartet, ehrlich gesagt, aber ich weiß, verrückt. Also ihren Hauptsitz zumindest. Habe aber auch einen Sitz in Japan und haben dann mitgekriegt, Tawawa on Monday hat so eine Werbung gemacht.
die wohl harmloseste Werbung auf Erden. Und haben sich richtig angegriffen gefühlt. Die haben gesagt, oh, da werden Minderjährige sexualisiert und da müssen wir mal was gegen tun, da müssen wir was gegen sagen. Und müssen wir uns aufregen. Und haben dann die Verantwortlichen angeschrieben. Wohl bemerkt, die Organisation aus Amerika hat es getan. Es hieß erst so, oh nee, es ist fake und so weiter, aber nee, es ist nicht fake, das ist genau das passiert. Und du denkst dir dann so, okay, wir hatten Usaki, Mama als nächstes Tawaba und Monday. Oder Getsuyobi no Tawaba, wie es in Japan heißt. Ich weiß echt nicht mehr, ich bin an so einem Punkt angelangt, wo ich echt nicht mehr, ich meine, ihr kriegt das heute mit, ne? Und der Wille ist natürlich da nochmal ordentlich quasi eine Meinung abzugeben, um dann den Japanern zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, weil die sich angegriffen fühlen durch einen Manga, der auf Twitter fast jeden Montag eine Seite sozusagen rauskommt, wo es einfach nur ein meist wholesome Ding geht, wo es um einen Mann und irgendein weibliches Wesen, Frau, Schülerin, was auch immer, handelt mit größerem Umfang, also Brustumfang, und darum geht's. Es soll in erster Linie den Leuten eine gute Zeit machen, die keinen Bock auf Montage haben und durch allein einen schönen Einseiter, der ein gutes Gefühl wiedergeben soll, und für Leute, die eben halt quasi zur Ruhe kommen, wenn sie größere Brüste sehen. Das ist wissenschaftlich sogar bewiesen, dass das ein Ding ist. Es gibt Leute, die fahren da runter. Der Erfinder von Senran Kagura hat genau aus dem Aspekt heraus auch sein Ecchi Ninja Franchise da ins Leben gerufen, weil er gesagt hat, am besten kann er runterkommen, wenn er große weibliche Brüste sieht. Das ist einfach so. Das chillt den, das bringt den runter. Und der Mangaka hat sich eben halt gedacht, mache ich auch. Für die Leute, die so eine gute Zeit brauchen, weil die gerade wieder denken, oh fuck, schon wieder stressiger Scheißalltag. Und gerade in Japan ist das ja natürlich enorm wegen Leistungsdruck und so weiter. Wir kriegen da halt einfach ein paar Bubas zu sehen und eine wholesome Content. Und die sehen das montags morgens und gehen vielleicht mit einem positiveren Aspekt rein in ihr Leben. Seht ihr da jetzt irgendwie ein Problem drin? Ist da jetzt irgendwie... Seht ihr da jetzt was Bösartiges drin? Ich frag nur nochmal. Der Gedankengang ist ja super nett. Es hilft scheinbar Leuten auch in Japan. Es verletzt niemand. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Vielleicht eines Tages werde ich rausfinden, wo da die Boshaftigkeit hinter dieser ganzen Geschichte ist. Aber bisher habe ich jetzt gerade nur eigentlich eher positive Vibes. Aber keine Ahnung. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich vielleicht wütend drauf werden. Das ist eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich könnte theoretisch einfach es nicht konsumieren, es ignorieren. Aber das ist mittlerweile zu viel verlangt, glaube ich. Wir sind nicht mehr in so einer Zeit, wo man einfach Dinge ignoriert. Ach so,
Zensur. Wir bleiben leider bei Zensur. Ich dachte, wir kommen in die positiven News, aber die hören halt einfach nicht auf. Der April ist richtig heftig. 13 Sentinels, Aegis Rim. Wird ja momentan sehr gehypt, beziehungsweise sehr empfohlen. Soll eine grandiose Story haben und so weiter. Aber leider hat sich auch herausgestellt, auch der Nintendo Switch Port hat die englische, also die Übersetzer vom Lokalisator von dort. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Charakter komplett als binary, als binäre Person, non-binäre Person umzuschreiben. Im japanischen Original ist das ein Dude, der Frauenkleider trägt. Punkt. Und ein paar Sätze zu äußert, aber das gar nicht mal in so einer Ernsthaftigkeit ausübt unbedingt. Zumindest anhand der Aussagen, die man da in diesen Kommentaren sieht. Und auch die meisten Leute, die es gespielt haben, sagen das aus. Im englischen, amerikanischen Bereich hat sich ein Lokalisator, mittlerweile meiner Ansicht nach die Pest der Gaming-Industrie, überwiegend, nicht alle natürlich, aber viele mittlerweile, zur Aufgabe gemacht, seine eigene Fanfiction da reinzubringen und den Charakter einfach non-binär zu machen. Damit irgendjemand, der non-binär ist und das Spiel sieht, dann auf einmal denkt, oh, das bin ja ich! Was absoluter Quatsch ist, weil im Nachhinein wird er dann herausstellen, dass das einfach nur für ihn abgeändert wurde und das im Original überhaupt nicht der Fall ist. Ich weiß, es gibt Leute, die sind dann trotzdem glücklich drüber, weil sie ja quasi so ihr Ziel erreicht haben im Leben. Und die bösen Leute, die dagegen sind, die können ja eh nichts dagegen tun. Aber es ist nun mal so. Naja. Es wurde halt wieder Dinge aus dem Original abgeändert, einfach weil irgendjemand seine Fanfiction reinbringt. Und das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und ich wollte einfach euch sagen, dass das leider auch in der Switch-Fassung so ist. Wahrscheinlich aus dem Aspekt heraus, dass man halt einfach dann diese Arbeit des Lokalisators übernommen hat, auch für die Switch-Fassung. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Fassung ist. Also in der EU-Fassung, das Problem ist bloß, die EU-Fassung ist auch nur Englisch und ich vermute einfach, dass man da nicht nochmal eine eigene Übersetzung gemacht hat, sondern man hat einfach die amerikanische Übersetzung genommen und die ist crap, leider. Ich glaube, ich will nicht abstreiten, dass es ein gutes Spiel ist, dass es eine geile Story hat, will ich gar nicht abstreiten. Ich hätte auch theoretisch Bock gehabt auf das Spiel. Jetzt muss ich aber mittlerweile sagen, vielleicht kann ich auch drauf verzichten. Ich muss es ja nicht zwangsweise spielen. Es gibt so viele Sachen, die man spielen kann. Muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Leider etwas, was ich dann auch leider zu spät bemerkt habe. Ich habe nämlich Chrono Cross Remaster vorbestellt, weil ich da Bock drauf habe, weil ich das Spiel schon immer mal spielen wollte. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass auch die japanische Version quasi schon Dinge entfernt und auf den westlichen Markt anpasst. Was mir persönlich gar nicht gefällt, wenn ich so drüber nachdenke, was das eine Entwicklung ist, die ziemlich schlimm ist. Aber es liegt in erster Linie momentan nur an Square Enix, weil die haben, um das mal noch reinzubringen, eine Ethik, ein Ethics Department Sensor, ein Ethics Department sozusagen, eine ethische Abteilung, die quasi darauf aus ist, schlimme Dinge zu entdecken und die zu zensieren und umzuändern, damit es auf den westlichen Markt passt. Und da sind natürlich Leute unterschiedlicher Länder quasi drin und die sind teilweise eben halt auch non-binär und wie das Ganze eben halt noch heißt. Was jetzt nicht schlimm ist, sollen sie alle sein. Der Punkt ist nur, das sind leider einfach wahrscheinlich sehr, sehr psychisch und vielleicht auch persönlich schwache Menschen, die sich von jedem Scheiß angegriffen fühlen. Und die sind mittlerweile eben halt dabei, Square Enix noch beschissener zu machen, als es Square Enix sowieso schon war. Also Square Enix ist ja nicht gerade mehr mein Lieblings-Publisher, was das Gaming-Bereich angeht. War mal,
als sie noch Squaresoft hießen. Square Enix wurde immer wieder, immer Stück für Stück beschissener und jetzt haben sie so mit dieser Abteilung haben sie so den Vogel richtig abgeschossen und jetzt habe ich rausgekriegt, wie gesagt, halt nachdem ich Geld investiert habe, dass Chrono Cross Remaster gendered Dialog rausgeschrieben hat und umgeändert hat. Die haben dann bei einem Mädel entdeckt, scheiße, da gab es einen Panty-Shot, das wollen, müssen wir auch ändern und haben dem Mädel jetzt, also das ist auch so, wenn du nicht genau in einem bestimmten Moment pausierst, siehst du das, glaube ich, nie in deinem ganzen Playthrough. Aber sie wissen halt, dass es existiert und dementsprechend haben sie den Panty-Shot geändert. Das hat dann ein fleißiger Japaner rausgefunden und haben dem Mädel so Alt-Oma-Unterwäsche gegeben. Okay. Könnt ihr entscheiden, was, also ihr auch gerade als Frau oder als Mädchen, was ihr cooler fändet. Eine süße Unterwäsche oder Alt-Oma-Unterwäsche? Könnt ihr entscheiden, aber ich wüsste, wenn ich ein Mädel wäre, was ich persönlich süßer finde. Aber die Leute müssen immer gleich irgendwie auf oh mein Gott, da könnte sich ja jemand einen runterholen dazu machen und das ist scheinbar ein Problem. So, ja, es geht leider immer noch weiter. Es wird immer noch zensiert. Kobayashi San Chi no Medo Dragon. Also Kobayashi's Dragon Maid. Bekommt ja ein Videospiel. Und das ist irgendwie von Franzosen gemacht, beziehungsweise in Kooperation mit Japan. Und das Spiel an sich soll, glaube ich, recht normal sein. Das heißt, Mr. Kobayashi's Dragon Maid Chorogon Breath Burst Forth. Noch mehr Titel kann man... Nee. Miss Kobayashi's Dragon Maid Burst Forth Chorogon Breath. Kommt im Sommer 2022 raus unter dem Axis Games Label und kommt auf PC raus, später noch auf PS4 und Nintendo Switch. Ich habe geguckt, ich dachte erst, oh, das könnte vielleicht ganz cool sein, ist so eine Art Toho-Spiel und schon direkt irgendwie das Interesse verloren, weil letzten Endes ist es ja meistens nichts Besonderes, das ist einfach nur ein Skin ausgetauscht. Also ich habe wirklich gedacht, dass das jetzt so irgendwie so ein 3D-Game wird oder sowas, aber nee, die haben einfach nur so einen 2D-Shooter von unten nach oben Baller-Spiel gemacht. I don't care. Aber das Cover ist halt interessant, weil die Switch-Fassung ganz normal gezeigt wird. So ganz normal, wie man es kennt. Ich weiß nicht, ob die Switch-Fassung dann im Besten auch noch so aussieht, aber die japanische Switch-Fassung sieht erstmal ganz normal aus. Und ihr kennt ja dieses eine Mädel mit den blonden Haaren, das kleine Mädel mit den großen, der kleine Drache da mit den großen, oder ich weiß gar nicht, das Drachen sind, ich bin da nicht so involviert drin, aber, sondern Quetzalcoatl oder Quetzal oder wie die heißt, oder soll die doch darstellen. Ich bin da nicht so tief drin, aber ihr wisst, was ich meine. Die mit blonden Haaren, die den kleinen Jungen immer ärgert, so, die mit den großen Bubas, genau die. Die ist ganz normal auf dem Switch-Cover vertreten. Auf der PS4-Fassung allerdings wurden ihre Bubas, weil Leute Angst haben vor Brüsten, so hinter hier das Hauptdrachenmädel sozusagen etwas geschoben. Ich werde es hier im Video einfach zeigen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Das ist einfach... Ich weiß, es gibt diese Anpassungen und je nach Land und so weiter. Ich verstehe das ja auch, aber das Problem ist einfach, damals, also auch so bei so Senran Kagura Covers und sowas, dadurch habe ich es mitgekriegt. Ich weiß, dass das ein Ding ist und ich weiß, dass Japan sich darauf einlässt und neue Artworks für zeichnen und so weiter, weil es halt nun mal so ist. Und weil es sich ja auch verkaufen muss und deswegen muss es sich an die Länder und die Gegebenheiten da anpassen. Verstehe ich. Absolut. Kann ich nachvollziehen. Finde ich jetzt nicht ultimativ cool, aber kann ich noch nachvollziehen. Es soll ja auch sich verkaufen.
aber jetzt habe ich euch schon so viel erzählt in diesem Bereich. Zensur, abändern und bababa. Und jetzt muss man halt sagen, jetzt fühlt sich das mittlerweile halt auch nicht mehr an wie, ja gut, kann man mal machen oder ich verstehe das, sondern jetzt fühlt sich das an wie, ach schon wieder, ach Mann. Und das ist mein Problem mittlerweile, weil das ist nicht mehr einfach nur dieses, kann man mal machen, sondern es ist schon dieses, es grenzt wieder an Zensur. Und das nervt einfach nur noch. Und wie gesagt, etwas, was man vorher gesagt hat, oh, ist okay, naja. Leute, findige Leute haben rausgefunden, in Shin Megami Tensei 5, was es ja, glaube ich, mittlerweile für alle Plattformen gibt, oder fast alle. Ist nur ein Switch-Teil, oder? Kann auch nur ein Switch-Spiel sein. Weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat eine Beschwörung, ne, diese, oder beziehungsweise ein es gibt ja immer diese Monster oder diese, in dem Fall mythologischen Figuren, die man beschwört und mit irgendwelche Magie einsetzt und so weiter, wie in Persona und Co. halt auch. Ist ja, Persona ist ja ein Spin-off zu Shin Megami Tensei. Und der fünfte Teil hat eben halt Cleopatra zum Beispiel drin. Und die macht so ein bisschen, ich versuche es mal nachzumachen. Den da. Okay. Und es war zu hot. Das war definitiv zu hot. Nicht nur das, was ich jetzt gerade gemacht habe, sondern auch für die, wahrscheinlich für die ganze Menschheit. Sodass die Entwickler hergehen mussten und mussten sie bei dieser Animation und Beschwörung, mussten sie sie so dunkel darstellen. Also wie eine Art Silhouette sozusagen. Aber in einem bestimmten Kampf, wenn man sie da einsetzt, haben die Entwickler wohl vergessen, diese Silhouette, also nur diese schwarze Silhouette, reinzupacken. Und man sieht sie komplett. Also mit ihrem Body, mit ihrem, wie nennt man das? Oberteil und so weiter. Also man sieht die Details und die Texturen und den Charakter an sich so leicht durchschimmern, sodass man eben halt realisiert hat, oh, die war mal früher, also es war mal angedacht, dass man die komplett sieht, aber dann hat man sich gedacht, der Westen hat Angst vor Titties, lass mal wegmachen oder lass mal zensieren in Form von einer Silhouette. Also wurde es schon im Vornherein aus Japan gemacht und die Entwickler haben einfach vergessen, in diesem einen Kampf auch, oder irgendwie haben die was falsch programmiert und deswegen kann man die in diesem einen Bosskampf scheinbar, wenn man die beschwört, normal sehen. Und das hat jemand aufgenommen und ist einem aufgefallen. Und da denke ich mir halt auch wieder, genau die gleiche Scheiße wieder. Warum? Hat euch das jetzt, keine Ahnung, aufs, gut, vielleicht ich, ja, aber wenn ich jetzt eine attraktive Dame wäre und ich hätte das jetzt gemacht, würde euch das jetzt verstören? In irgendeiner Form? Nein. Würde das ein Kind sehen? Würde das das verstören? Nein. Das Kind wüsste wahrscheinlich nicht mal, mit was anzufangen. Es ist einfach... für wen ist denn das eigentlich? Für Hardcore-Christen in Amerika? Vermutlich. Das sind die einzigen, die sich darüber aufregen. Und irgendwelche Hardcore-Feministen, die nichts Besseres zu tun haben scheinbar. Also, die für nicht sinnvolle Frauenrechte, sondern für Videospielfrauen ihre und Manga-Frauen und so ihre Kampfeslust einsetzen. Das ist ja völlig absurd. Oh, ich will nicht mehr, Leute, ich will nicht mehr. Ich schwöre, ich habe noch positive Nachrichten. Ihr kennt Guilty Gear, es gibt dieses neue Spiel Guilty Gear Strive. Es ist dieses Fighting-Game mit 2D, aber so eben halt in, beziehungsweise 3D-Mix gemacht, dass es halt cool aussieht und einen Anime-Look hat. Das sieht fantastisch aus, diese Spiele immer. Finde ich ganz, ganz geil. Und da gibt es einen weiblichen Charakter. Ich kenne den Namen jetzt von ihr nicht auswendig, aber das ist so eine rothaarige, vollbusige Samurai, die, glaube ich, nur einen Arm hat oder sowas. Also auf jeden Fall saucooles Design. Und ja, jemand im PlayStation, also ne, jemand hat das PS4-Feature genutzt, hat in dem Spiel einen Screenshot gemacht und hat diesen Screenshot hochgeladen in den PlayStation Network-Dinger. Ne?
PlayStation hat ja dieses komische Network da, wo kaum eine Sau nutzt und die Streams dann drin landen und wo man irgendwie scheinbar Kommentare schreiben kann, aber das macht keiner. Und dementsprechend, da kann man dann auch Bilder hochladen. So, das hat der User gemacht, hat sich nichts dabei gedacht. Und also er hat nichts. Goddammit. Der User hat nichts falsch gemacht. Der hat einfach nur die Funktion genutzt und fertig. Kann man ihm nicht übel nehmen, oder? Er hat einfach nur einen Screenshot gemacht und hat ihn hochgeladen. Das sollte man denken. Aber PlayStation, also PlayStation Network, hat ihn eine Woche später danach, als sie es entdeckt haben, den User gebannt. Der wurde gebannt. Wegen einer Funktion. Oh, und es ist scheinbar ein Japaner gewesen. Wegen einer Funktion. Ja. Und er hat dann nur so ein schönes Bild mit so einem Season Desist quasi von PlayStation, so schön mit Logo und gesagt, so, du wirst jetzt ja, aus dem Social Network Service entlassen. Du wegen dieser Age of Restriction-Geschichte, so nach dem Motto. Denkst du ja auch so, okay, es ist eure Funktion. Und man darf Screenshots machen. Und dann macht jemand Screenshots von einem coolen Charakter mit Bubas. Und ihr rastet komplett aus und bannt den. Bannt den. Instant. Warum, weiß nicht, haben Kinder noch niemals Brüste gesehen? Ich wurde damit groß. Ihr wahrscheinlich auch. Also, es ist... Warum sind die Leute so weird? Was ist denn dein scheiß Problem? Was ist denn das? Warum ist das so schlimm? Ich will es doch nur verstehen. Was ist denn so schlimm dran? Oder andersrum. Was ist denn eigentlich... Wie finden das eigentlich Frauen? Also, ich... Das ist ja... Nun mal einfach ein Teil ihres Körpers, der einfach existiert. Die können da ja nichts dafür. Und andere Leute, die dann eben halt Bilder von Frauen machen, die nicht existieren oder sowas, werden gebannt. Wegen diesen Körperteilen. Manchmal wäre ich so gerne, für solche Momente wäre ich gerne einfach mal kurz Frauen, ich würde das gerne nachvollziehen können. Was geht da in einem vor? Wo ist das Problem? Ist das so schlimm? Ich meine, gucken Frauen nicht auch irgendwie auf geile Männer-Buddies und knackige Hintern und sowas? Ist doch für die genauso hot und wichtig und cool und verständlich und natürlich, vor allem natürlich, es ist halt natürlich. Wenn wir diese Sachen nicht hätten, würden wir ja nicht mal, wir würden uns gar nicht mehr fortpflanzen. Wir würden einfach verrecken, aussterben. Es wird niemand mehr würde sich fortpflanzen, weil jeder sagt, nee, Titten, Alter, boah. Nee, der geht da direkt runter. Ah, mach ich nicht. Nee. Soll es sich schämen? Guck mich nicht so an. Ja, so fühlt sich's an. Das ist so. Oh, ich bin so leid. Aber ja, das ist auch so ein weirder Shit. Das japanische Super Mario 64 Guidebook wurde mal hochgeladen ins Internet, um, naja, es zu archivieren, um dass Leute Zugriff drauf haben. Einfach aus dem Aspekt heraus der Nostalgie, aber auch einfach, um es zu archivieren. Und das ist ein wichtiger Punkt mittlerweile meiner Ansicht nach, weil viele Dinge verloren gehen aufgrund von irgendwelchen Firmen, die sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Die das aber selbst safe nie wieder rausbringen. Als ob Nintendo noch jemals nochmal dieses fucking Super Mario 64 Guidebook rausbringen. Als ob. Aber nein.
Nintendo of America, also nicht mal Japan, sondern Amerika, hat dieses japanische Super Mario 64 Guidebook aus dem Internet rausgenommen. Mit dem Cease and Desist und so weiter. Ne? Machen die ja momentan gerne. Und mein Problem mit dieser ganzen Sache ist mittlerweile einfach, dass sich Unternehmen da ein bisschen mittlerweile zu viel raus... Die sind mittlerweile ein bisschen zu stark. Die sind ein bisschen zu krass. Weil wenn du ein Lulli bist und du sagst, du willst nichts Böses, du liebst Super Mario 64 so sehr, dass du dir eine ganze Homepage machst mit irgendwelchen Infos und Screenshots und um alte Sachen, nostalgische Sachen, Infos, auch coole, interessante, wichtige Infos, irgendwie dazu, wie nennt man das? Zu archivieren, präservieren, also nochmal irgendwie aufzuarbeiten, vielleicht irgendwie hochzuskalieren, schöner zu machen. So viel Arbeit und Liebe reinsteckst als Fan und du verdienst da ja auch nichts dran. Das ist einfach nur, ich bin Fan, ich hab Bock, bumm. Und dann kommt so eine Corporation und sagt, also wenn du das jetzt nicht sofort runter machst, weil das gehört uns, dann kriegst du eine fette Geldstrafe. Und was kann der da nur machen, außer zu sagen, okay, ja super, Firma, Company, du hast gewonnen. Du hast eigentlich nämlich mehr Geld vor Gericht. Und das war's. Und das finde ich so schade. Und da ist leider Nintendo halt auch... Ich weiß, Nintendo ist sehr traditionell und ich finde das auch an manchen Aspekten gut. Aber das ist echt so ein Punkt, wo ich sage, guck mal, ihr werdet das doch nie... Könnt ihr das nicht einfach ignorieren? Ihr werdet es nie wieder rausbringen. Und das ist jetzt halt auch sowas. Wo wird es dieses Super Mario 64 Guidebook noch geben? Irgendwann existiert es nicht mehr und dann ist es weg. Das mag für andere jetzt vielleicht einfach so, I don't care. Aber es ist wichtig, alte Dinge auch irgendwie, naja, zu archivieren. Es ist irgendwie traurig, der Gedanke dran, dass es uns alles flöten geht, weil irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Schlipsträger, die null mit dem Unternehmen so per se zu tun haben, außer dass die eben halt so Cease and Desist-Scheiße rausschicken an irgendwelche ahnungslosen, harmlosen Fans, weil nichts Besseres zu tun, weil ich meine, gibt ja nicht genug chinesische Unternehmen oder sonst oder Thai-Unternehmen, die einfach eins zu eins Spiele kopieren und dann einfach nur anstatt, ja, das ist nicht Mario 64, das ist Mario 62, das ist völlig anderes, wie das in die gleichen Skins. Nein, nein, nein. Er hat eine blaue Mütze auf völlig anderer Charakter. So Dinge machen und da dann gefühlt nichts machen, weil das im Internet existiert, die Scheiße, diese ganze Bootleg-Kacke wird heute noch in Massen verkauft und da macht Nintendo komischerweise fast nichts. Aber wenn irgendein Fan dann japanisches Super Mario 64 Guidebook hochlädt, dann hör's aber auf hier. Und wie gesagt, nicht mal Nintendo Japan, sondern Nintendo of America. So auch wieder die Amerika mischt sich wieder ein. Und Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Ja, dann auch noch was Trauriges, aber dazu kann ich wirklich nichts viel sagen, aber ich gebe einfach, oder ich zolle dem Ganzen Respekt, auch wenn ich keinen Plan davon habe, der ein Co-Creator oder jemand, der Teil oder Ideen oder was auch immer geteilt hat von Doraemon, ein Mangaka namens Fujiko A. Fujiko B. war, glaube ich, der Zeichner von Doraemon und Fujiko A ist der, ist so ein Partner von ihm gewesen oder er hat den mitgegründet oder was, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so mit aus, habe mich da jetzt auch nicht so intensiv, weil es überwiegend eben halt sind es auch Werke, die gibt es hier nicht, die gibt es nicht im englischen Bereich, die gibt es nicht im deutschen Bereich, wenn du nicht gerade Japanisch kannst, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel von denen gehört haben oder beziehungsweise kannst halt auch nicht wirklich viele Infos rauslesen, weil die sind halt alle auf Japanisch und da ist dann persönlich auch meine Recherchegrenze dann erreicht. Aber der Mann ist eben halt von uns gegangen und mit dem Alter von 88, das sah auch noch recht, sah noch recht gut aus für sein Alter. Also so für 88? Schnieke Anzug und
Sonnenbrille und scheinbar schon ein cooler alter Typ gewesen. Und der ist jetzt halt verstorben. Ja. Rest in Peace, würde ich sagen. Ich kenne leider keine deiner Werke, aber ich respektiere es und ich liebe diesen alten Comic-Look halt auch. Theoretisch wäre da bestimmt was für mich dabei, aber wie gesagt, ich kann es ja nicht lesen. Und übersetzt wurde es auch nicht, deswegen bleibt mir da leider nichts anderes zu sagen. Aber Respekt ist auf jeden Fall da und das, ich wollte das einfach mal erwähnt haben, auch wenn ich nicht wirklich viel dazu sagen kann. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu den Positiven. Yes! Kommen wir zu den positiven Sachen. Kennt ihr noch Takeshis Castle? Vielleicht nicht, vielleicht doch. Takeshis Castle war eine alte Serie damals, wo es einfach darum ging, ja, keine Ahnung, du hast hier irgendwie 200 Leute, 200 Japaner. Das war eine japanische Sendung, die hier so landet bei DSF, also beim deutschen Sportfernsehen, lief auf dem Kanal. Und da war das so, da hieß es dann, ja, 200 oder 300 Teilnehmer, Challenger, die machen so absurde, lustige Herausforderungen, die teilweise auch ein bisschen knifflig sind, wo man viel runterfallen kann und so weiter. Und wer am Ende dann übrig bleibt, jeweils bei diesen ganzen Tätigkeiten, der kommt halt weiter. Der muss dann die nächste Hürde schaffen und das waren so Stages. Und am Ende ging es darum, Takeshi Kitano zu besiegen. Und der war eben halt so eine Art Fürst dort. Und am Ende musste man in so lustige Autos steigen und dem sein, ja, sein Gefährt kaputt schießen mit Wasser. War eine sehr unterhaltsame Sache. Takeshi Kitano ist auch halt echt ein Brett in Japan, was Schauspielerei, der war gefühlt alles. Der hat ein Videospiel kreiert, also der hat ein Videospiel programmiert, der ist Autor, der ist Comedian, der ist Schauspieler, der ist Musiker, der ist Künstler, also was Gemälde und so angeht. Der hat gefühlt, glaube ich, alles gemacht in diesem künstlerischen Bereich. Und ja, scheinbar wurde jetzt angekündigt, dass Amazon Prime sich die Rechte gesichert hat für ein neues Takeshis Castle. Da bin ich ehrlich gesagt, gehe ich mit gemischten Gefühlen ran, weil zum einen, es wird nie wieder so unterhaltsam und lustig sein, wie es damals der Fall war. Das ist safe so. Also für Leute, die das vielleicht gar nicht kennen, das ist im Grunde, kennt ihr Fall Guys, das Spiel, mit echten Menschen. Deswegen existiert Fall Guys auch, wegen Takeshis Castle. Das ist genau, die haben einfach diese Vorlage genommen und haben sie einfach in ein Spiel umgemünzt und natürlich abgeändert. Und genauso, das ist das Prinzip dahinter, im Groben und Ganzen. Und das war halt super lustig. Und meine kleine Hoffnung hier drin ist einfach, dass Amazon Prime oder Amazon an sich dann sich einfach auch die Rechte gesichert hat an den alten Serien, dass man die Staffeln wieder angucken kann, weil die würde ich gerne mal angucken, weil davon kenne ich nur noch ganz, ganz wenig und irgendwann lief die nicht mehr und ich würde gerne mal alle in einem Rutsch angucken, also nicht in einem Rutsch, aber ich würde gerne alle mal sehen. Ich habe da Bock drauf, weil ich fand die sehr amüsant, die Serie, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nur, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, war diese neuere Variante mit diesem komischen Sprecher, mit diesem sehr hyperaktiven Nasen-Quietsch-Typ da, der irgendwie so pseudo-lustige Sprüche reingepackt hat. Das hat mich sehr genervt. Der alte Sprecher war einfach ein bisschen chilliger und war angenehmer zuzuhören. Der war nicht so hyperaktiv. Deswegen am besten wirklich so diese alten Ausstrahlungen von DSF einfach nehmen, reinpacken, anbieten. Von mir aus macht eine neue Serie. Ich werde da bestimmt auch mal reingucken. Weiß nicht, ob es mir dann so zusagen wird. Aber ich hätte gern auch die alte Serie. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich hoffe, dass es der Fall sein wird. Mal schauen. Ja, dann etwas, wo ich noch nicht so viel zu sagen kann, weil der Trailer ist zwar cool, aber der ist auch noch ein bisschen nichts aussagend. Also nicht aussagen ist gelogen, aber es wird ein neues One Piece Spiel geben und ich bin ja überwiegend ein großer Freund von One Piece Spielen, weil ich sagen muss, das sind so bisher die besten Anime Spiele, die es so gibt, die One Piece Titel. Die haben immer eine gewisse Grundqualität und die Anfänge waren ein bisschen hakelig, aber jetzt mittlerweile kommen da richtig gute Sachen draus. Pirate Warriors 4 finde ich absolut stumpf, aber auch
absolut fantastisch und unterhaltsam. Spiele es heute noch gerne, immer noch. Ich wollte jetzt Windbreaker sagen, aber das ist ein anderes, falsches Spiel. Ich komme gerade nicht drauf. Das PS4-Spiel Worldseeker, genau. Worldseeker ist einer meiner absoluten Lieblingsgames of all time. Auch wenn ich dafür wahrscheinlich sehr viel Kritik bekommen würde. Aber ich liebe dieses Spiel. Das ist so toll. Und jetzt kommt ein weiteres Spiel. Das hört auf den Namen One Piece Odyssey. Und es wird ein rundenbasierendes Rollenspiel. Nein. Es gab mal ein GBA-Spiel. Oder, nee, ein DS-Teil, genau. Der auch so in die Richtung ging. Aber den hat fast keiner gespielt. Und der soll auch nicht... Der soll so ganz okay sein. Aber der soll jetzt nicht der Burner sein. Was überwiegend die Handheld-Spiele von One Piece auch ein bisschen so leider der Fall sind. Und ja, jetzt kommt eins für PS4, Switch und weiß der Geier eben halt raus. Und oh Gott, es sieht gut aus. Nicht überragend, aber es sieht gut aus. Also für ein Anime-Spiel. Ich hab Bock drauf. Ey, vor allem so ein rundenbasierendes, ich liebe ja rundenbasierende Rollenspiele. Und man merkt ja mittlerweile, ne, also die Entwickler haben wohl wieder realisiert, die Leute, die immer gesagt haben, rundenbasierende Spiele sind noch out und veraltet, das will doch keiner mehr. Und dann siehst du Persona 5 und ratatatatatata. Dann siehst du Shin Megami Tensei 5 und ratatatatata. Und das Geld wird nur so reingespült und dann realisieren die so, scheinbar mögen die Leute das doch. Und die schreien, dass es alt sind, sind im Grunde die Minderheit. Interessant. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass sie da, sich dafür entschieden haben. Das Fairy Tail Game würde mich auch mal interessieren, aber ich bin in Fairy Tail noch nicht so weit und ich will das dann wahrscheinlich eher erstmal spielen, wenn ich ein bisschen mehr Wissen, Knowledge habe, was Fairy Tail angeht. Aber One Piece Odyssey habe ich mies Bock drauf. Freut mich, bin ich sehr positiv angetan. So, dann noch so eine kleine Info, die habe ich zwar schon mal erwähnt, aber ich hau's gerne nochmal raus. Also auf Twitter habe ich die erwähnt. Ken Akamatsu ist ja in die Politik gegangen und das ist wichtig, weil der Typ, der Mangaka von La Fina, Negima und Yukio Holder und A.I. Love You und Itsudatte Maisanta, eben nicht nur einer meiner absoluten Lieblings-Mangaka of all time ist, sondern eben auch sich aktiv einsetzt für künstlerische Freiheit, dass er Support und künstlerische Freiheit unterstützt für Mangaka, weil er selber einer war und weiß, wie das da abläuft. Und er ist auch komplett dagegen, dass der Westen quasi in Japan eingreift und da quasi entscheidet, was zu tun und zu lassen ist. Also genau, was ich sage, dafür steht dieser Mann. Und er... Man sieht ihn gerade jeden Tag auf Twitter. Neues Bild, wo er da steht. Ist in Japan so üblich. Meistens irgendwie auf so einem kleinen Podest. So dann mit so einem Megafon. Und dann, wählt mich und bla bla bla. Und er hat ein Office. Also er hat so ein kleines Häuschen in Akihabara, ne, gemietet oder sogar gekauft. Und er hat da jetzt sein Akamatsu Ken Office quasi reingemacht. Da kannst du reingehen. Da kannst du originale Seiten hinter Glas sehen, du kannst Artworks sehen, du kannst Dinge kaufen, also Sachen, die er halt so anbietet, Autogramme macht er, du kannst ihm da auch begegnen. Ne? Und das ist schon mal cool an sich, also da wäre ich so gerne. Aber auch hat er da oben, quasi wenn du so eine Treppe hochgehst, hat er da oben dann sein Office, also sein Büro, wo er dann seine Papierarbeit und so weiter macht, weil er eben halt in die Politik gehen will. Oder schon, er ist schon ziemlich lange in der Politik per se, aber so richtig aktiv dann. Und eben halt für Mangaka und so weiter einstellt. Und das ist erstens mal eine sehr coole, geile Sache und ich wünsche ihm und drücke ihm die Daumen, dass er es schafft, dass er in Japan da in dieser Hinsicht was bewegt. Das würde mich sehr erfreuen, wenn da mal endlich mal ein Riegel dazwischen geschoben wird, dass wir mal wieder diesen Höhenflügen, diesen ganzen Psychopathen mal wieder so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Das würde ich befürworten. Und ja, ich fand es einfach cool auch, ne, wie das da so aussieht. Ich werde mal ein paar Bilder auch zwischendrin bestimmt reingepackt haben. Ja, das wird sowieso
ein scheiß langes Video, was die Bearbeitung angeht. Aber ich hoffe, ihr werdet das wertschätzen, was ich da für euch an Bilder und so weiter reingepackt habe. So, dann gibt es noch eine Ankündigung, beziehungsweise ein, man kann es schon vorbestellen, auch mit Collectors Edition und so weiter. Fand ich jetzt nicht so berauschend, diese Stoffposter und so weiter. Ganz nett. Von Made in Abyss Binary Star. Kann natürlich für den einen oder anderen ein Triggerwort sein, aber es hat nichts damit zu tun, auch wenn man das vielleicht denkt. Es ist in der heutigen Zeit, denkt man bei binär irgendwie an was anderes mittlerweile. Aber Binary Star, Made in Abyss kennt man ja hierzulande, bei Ultraverse kommt es raus. Ja. Ist ein Videospiel. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich hab nur Screenshots gesehen, ich habe die Trailer nicht gesehen. Mir ist es persönlich nicht so schlimm. Ich habe es nicht so mit Grafiken, also ich finde das nicht so wild. Hauptsache das Spiel funktioniert gut oder es macht Spaß, dann ist es in Ordnung. Und an sich ein Spiel in der Made in Abyss Welt ist an sich cool. Coole Idee. Habe ich schon eigentlich Bock drauf. Aber die Kritiken sind laut und ich muss es halt leider aber auch sehen. Normalerweise ist mir das egal und ich kann viel wegsehen, aber das, was man sieht, die Texturen, die sind leider wirklich hässlich. Also für ein Indie-Game würde ich sagen, ach komm, weißt du, da war ein, zwei Mann dran, das passt schon. Aber das ist halt ein Unternehmen, das da dahinter steht. Und da muss ich sagen, die Texturen, das ist wirklich erschreckend. Also ich weiß, das soll ja auch auf der Switch laufen und so, aber man kann es halt, ich finde es halt, man kann es auch übertreiben, weil damit wird es nichts zu tun haben. Die Switch kann auch Mario Kart 8 abspielen und das sieht fantastisch aus. Also ich will, es sieht nicht gut aus, leider. Ich hoffe, dass es wenigstens spielerisch dann noch ein bisschen was hat. Dann hätte ich da vielleicht mal Bock. Aber ich finde es immer schade, dass Anime-Games immer so crap sind. Warum sind Anime-Games immer crap? Japan steckt da irgendwie voll keine Mühen rein. Das finde ich super schade immer. Denk mir immer, es könnte zu cool sein. Und dann siehst du sowas wie Persona 5 und sowas und denkst dir, guck mal, geht doch. Guck mal, das geht doch, sieht doch so cool aus. Und dann, wenn es aber eine Anime-Vorlage hat, sind die Spiele auf einmal nur so geht so Titel. Ganz, ganz selten halt mal sowas wie, na gut, für mich ist halt Worldseeker sehr geil, für viele war das aber auch nicht so wirklich was, ne? Ja, das ist irgendwie das Black Clover-Spiel. Boah. Naja, aber dann gibt es ja noch was, wo man sich drüber freuen kann, denn House of the Dead, einer meiner absoluten Lieblings-Arcade-Games. Rumlaufen, ballern, raus, rein, ballern, auf dem Bildschirm ballern, Zombies, geil. Zwei Themen, die ich liebe. Also was heißt ballern, ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so der ultimative Ego-Shooter-Spieler oder sowas, aber ich liebe das, in der Arcade zu stehen und diese Waffe in der Hand zu haben und zu ballern. Das ist super. Und Zombies. Hey, geil. Match made in heaven für mich. Bekommt ein Remake. Und Das sieht gut aus. Keine komischen Zensuren bisher. Die Charaktere sehen auch noch überwiegend sehr japanisch aus. Das heißt, man geht nicht die Schiene von, oh, wir haben hier ein japanisches Spiel, lass uns mal einfach komplett auf den Westen anpassen, sondern es ist noch weird, es ist noch over the top, Trash, Zombie, Geballer einfach so im japanischen Stile. Ich sag nur, ich applaudiere. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt, wo es dann heißt, oh, hier wird zensiert und da wird zensiert, da, wie gesagt, muss man mittlerweile Angst haben, bin ich guter Dinge. Das sieht gut aus und ich werde mir das vielleicht irgendwann holen. Und was ich mir auch mal holen werde, ist ein Fangame, das es jetzt auf Steam geschafft hat. Vielleicht schafft dieses Fangame auch vielleicht auf die Switch oder sowas. Das würde mich auch freuen. Und zwar Kemono Friends. Wir haben ja mal ein Review dazu gemacht. Und Kemono Friends mag ich sehr. Ich habe die zweite Staffel noch nicht angeguckt, weil da hört man nicht so viel Gutes. Und
Ich habe ein bisschen Angst vor der zweiten Staffel, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wovor ich nicht Angst habe, ist vor diesem Spiel, weil das sieht sehr lustig aus. Das sieht aus wie Devil May Cry in Kombination mit den Charakteren von Kimono Friends. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Sehnsucht, mal wieder Serval und Co. zu sehen und mit denen, ja, auf Abenteuer zu gehen sozusagen. Das ist natürlich over the top und es geht mehr um schnelle Actionkämpfe und so weiter, aber ey, Kimono Friends Game, ich glaube, da habe ich mal wieder Bock drauf. Werde ich mir auch irgendwann in Zukunft mal gönnen. Hab ja so ein Piktogramm, Piktocross oder wie das Ding heißt. So ein Piktocross-Spiel und ich liebe diese Spiele ja total. So ein Rätselspiel mit so Reihen und das will ich jetzt nicht erklären, was es ist. Aber Picross, Entschuldigung, heißt es Picross. Da tue ich gerne mal tatsächlich Stunden mit verbringen. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund finde ich diese Spiele toll. Und das gibt's auch auf der Switch mit Kimono Friends. Habe ich mir natürlich direkt gezogen und sehr herausfordernd. Ich habe auch nicht alles gepackt, aber es macht Bock. Ist ein schönes Spiel. Kann ich empfehlen. Wenn es nicht zu teuer ist, könnt ihr mal im Switch-Shop gucken. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber das Spiel sieht gut aus. Ich werde es mir auf jeden Fall mal auf den Zahn legen. So, das war's, liebe Leute. Wie gesagt, positive wie auch negative Infos. Ja, so sind sie halt, ne? Die Toast-Broadcasts. Daraus bestehen sie. Ich entscheide ja nicht die News. Ich entscheide im Grunde, was ich sage oder beziehungsweise was ich euch präsentiere. Aber ich entscheide nicht, dass es passiert. Und das muss man halt auch sagen. Klar, bin mir sicher, dass es Leute gibt, die nicht alles so sehen, wie ich es sehe. Das ist normal. Ich denke, dafür sind wir offen und können miteinander reden. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Infos noch nicht gewusst und wisst es jetzt und seid schlauer. Das wäre so ein bisschen der Sinn hinter diesem Format. Und ja, jetzt will ich erstmal wieder eher weniger Infos und Nachrichten mitbekommen und kümmere mich erstmal wieder um die nächsten Videos. Und ja, an dem Punkt kann ich vielleicht einfach noch ganz kurz jetzt am Anfang machen sollen, weil das kriegt jetzt vielleicht noch, weiß nicht, 5 Leute mit oder so. Solltet ihr bis jetzt dabei gewesen sein, dann könnt ihr natürlich gerne eine positive Rückmeldung lassen, sowieso, geht immer. Das freut mich natürlich. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, hab bis zum Schluss angeguckt oder angehört. Das wäre nice. Das würde mich auch freuen. Dann sehe ich nämlich auch mal, wie viele Leute das tatsächlich bis zum Ende aushalten. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Positive Rückmeldungen freue ich mich immer. Und allgemein möchte ich mich einfach mal für, ja, bedanken, was so in letzter Zeit irgendwie mit dem Kanal abgeht. Also ihr scheint die Videos mehr zu mögen, wenn ich vor der Kamera bin. Ihr habt mehr Bock drauf. Ihr habt mehr Bock drauf, Kommentare zu schreiben. Ihr habt mehr Bock drauf, Likes dazulassen, zu zeigen, dass euch was gefällt. Ihr habt mehr Bock allgemein auf Videos, wo ich sonst irgendwie denke, wenn ich so auf dem Button stehe, öffentlich, nicht öffentlich, denke ich mir immer, oh, wird das jetzt ankommen? Aber ich glaube, ich brauche mir keine Gedanken machen, weil selbst bei so Sachen wie dem Gelaber-Videos, wo ich mir gedacht habe, naja, also gerade auch so wegen der schlechten Beleuchtung und so, One Piece und Black Clover kam doch relativ, also besser an, als ich es gedacht hätte dann auch. Und mal Themen, die so ein bisschen nischiger sind, die haben so einen Durchschnitt und mal so Themen, die ein bisschen prominenter sind, die haben dann auch richtig viele Aufrufe und Likes und so weiter und das ist geil. Also so durch die Bank weg alles vertreten, aber nie ein kompletter Reinfall und es sind neue Leute dazu gekommen, neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier tue. Und ich weiß, dass ich durch dieses Video allein schon wieder viele Abonnenten verlieren werde, eventuell. Aber es ist mir egal, weil ich bin ich, es ist meine Meinung und ich denke, ich stehe mit dieser Meinung auch definitiv nicht allein da.
Und ich finde, es ist in Ordnung, wenn man seine Meinung äußert. Und meine Meinung ist halt vor allem auch, dass ich es super finde, dass ihr so fleißig einfach ja, mit dabei seid. Ich kann mittlerweile, habe ich schon eher so ein Gefühl, dass so eine kleine Community existiert. Ich kriege mittlerweile mit, viele Leute, die auch schon sehr, sehr lange dabei sind, die realisiere ich erst so richtig momentan. Und das finde ich halt richtig cool. Also euch fetten, fetten, fetten Dank, dass ihr so lange dabei seid, dass ihr immer noch dabei seid und dass ihr auch das neue Mesomanga mitnimmt, es nicht als was Negatives empfindet, sondern als einen natürlichen Step-up, als einen Werdegang. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid großartig und das musste auch mal gesagt werden. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesomanga. Ich bin euer René und ich sage wieder einmal Ciao. Bye, bye. Lang, aber gut.